Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie. Wir haben Gäste aus Deutschland unter uns, die uns gebeten haben, den Anlass schriftsprachlich durchzuführen, weil sie uns sonst nur schwer verstehen würden. Und weil wir es ja hervorragend finden, dass auch Interessenten nördlich unserer Landesgrenze interessiert sind, was in der Schweiz so geht, was man denkt und wie man handelt, kommen wir diesem Wunsch natürlich gerne nach. Es ist ein Gerücht, meine Damen und Herren, wonach ein gewisser Herr Emmanuel Macron bei der SVP-Sektion in Frankreich, die gibt es, von Auslandschweizern ein Beitrittsgesuch gestellt hat. Das ist ein Gerücht, es hat sich bis jetzt nicht bewahrheitet. Wahr aber ist, er will in Frankreich einwanderungspolitische Regeln durchsetzen, die, wenn man ein bisschen großzügig ist, eher aus Initiativen der SVP hätte abschreiben können. Er will bestimmen, dass Frankreich wieder darüber bestimmt, wer einwandert und wer nicht. Und er will darüber bestimmen, wie viele jährlich einwandern dürfen. Das ist sehr nahe den Forderungen, die wir seit Jahren in der Schweiz vertreten. Man kann sagen, da geht, da ist etwas im Gang, das nicht so den Theorien folgt, die da die Europapolitik bestimmen. Sowohl nicht jenen in Brüssel, als auch nicht jenen in Bern. Es muss auch ein Gerücht sein, dass sich die große, wichtige Organisation in der Schweiz, die sich als Dachverband der Wirtschaft bezeichnet, die Meinung verbreiten will, Frankreich müsse jetzt mit dem Ausschluss aus der Europäischen Union rechnen, weil es die Personenfreizügigkeit nicht mehr so erfüllen will, wie sie erfunden worden ist. Ich muss also sagen, dieses Gerücht ist von uns erfunden worden. Es ist noch nicht verbreitet worden. Aber wenn man den Überlegungen, die von Economy Suisse und auch vom Bundesrat immer wieder verbreitet werden, wenn man diesen folgen würde, dann müsste man sagen, dann beginnt jetzt in Frankreich die Frexit-Periode. Es ist eine Entwicklung, die uns schon interessieren muss, dass der Brexit mit der Einwanderung nach Großbritannien zu tun hatte, wissen wir schon lange. Dass aber jetzt derjenige, der sich zunehmend als die bestimmende Figur in der Europäischen Union profiliert, ebenfalls Vorschläge oder Anordnungen trifft, die eben von der reinen Lehre der Personenfreizügigkeit abweichen, das ist eine Tatsache, die nicht nebensächlich ist. Man kann sagen, es kommt ein Wunschdenken zum Ausdruck. Also was Macron verkündet hat, ist nicht Wunschdenken. Das hat er verkündet. Von unserer Seite wird da allenfalls Wunschdenken spürbar. Wir möchten auch einen Bundesrat haben, der so dezidiert eigene Interessen des eigenen Landes durchsetzt und anordnet, wie das Macron jetzt tut. Wir leben vor der Drohung, wenn wir diesen Rahmenvertrag, der da zur Diskussion nicht zustimmen, wenn die Begrenzungsinitiative angenommen wird, dann werden wir schwere Boykottmaßnahmen seitens Brüssels zu spüren bekommen. Und dann stellen wir fest, der Franzose sagt, was ich da anordne, ist im Interesse meines Landes, ist wichtig für mein Land, ist, wenn man so will,
eine Überlebensfrage für mein Land. Wir hätten es gerne, wir würden solche Töne auch einmal in der Schweiz hören, als unseren schweizerischen Standpunkt. Diese Frage der Personenfreizügigkeit, die die zentrale Frage ist in der Auseinandersetzung innerhalb der EU und zwischen der Schweiz und der EU, die findet ja vor einem äußerst brisanten Hintergrund statt. Und ich bin überzeugt, darüber werden wir heute noch einiges hören. Das kann man nicht genug wiederholen. Die europäische Bevölkerung, gemessen an der Gesamtbevölkerung der Welt, beträgt derzeit noch 7%. Also wenn man die Einwanderung aus Afrika und aus den arabischen Ländern nicht mitzählt, also die sozusagen die eigentlichen Europäer sind noch 7% der Weltbevölkerung. Diese 7% erarbeiten 17% der weltweiten Produktion. 17%. Aber diese 7% haben auch 50% der Soziallasten zu tragen, die weltweit zu tragen sind, aufgrund unserer Gesetze. Da muss man sich einfach im Klaren sein, und das wird auch diese Haltung von Macron erklären. Das ist nicht aushaltbar. Das wird dieses Europa, das würde Frankreich, das würde die Schweiz in ein völlig anderes Land verwandeln, als es jetzt ist. 7% Bevölkerung, 17% Wirtschaftsleistung, aber 50% der Soziallasten. Das ist nicht finanzierbar, und das erklärt diesen Entscheid von Macron. Es geht um nichts weniger als ums Überleben dessen, was man als abendländische Errungenschaften bezeichnet hat, auch ans Überleben der Demokratien, wie sie hier in Westeuropa unterschiedlich, aber als Demokratien entstanden sind. Das sind die Themen, die uns beschäftigen, die uns zweifellos auch jetzt dann in den nächsten Stunden beschäftigen werden. In diesem Sinne begrüße ich herzlich die Referenten unserer Tagung, Herr Beat Kappeler, der zunächst das Hauptreferat halten wird, Herr Professor Weder von Basel, Herr Urs Vögeri vom Komitee EU-NO, der Geschäftsführer, und Herr Pedro Reiser, den ich seit langem kenne und schätze als einen Schweizer Manager, der eine große Zeit seines Lebens im Ausland verbracht hat und die Realität dort, auch die Realität der Schweizer Betriebe, vor allem in Fernost, genau kennt. Ich freue mich auf diese Auseinandersetzung, wenn ich Ihnen jetzt zunächst Herrn Kappeler vorstelle. Dann lasse ich die Notizen, die ich über ihn habe, beiseite und erzähle das, was ich vorher beim Kaffee erfahren habe. Nämlich, also mindestens 10-mal bin ich darauf angesprochen, aber das ist doch ein Linker. Das ist doch einer, der aus der Gewerkschaftsbewegung kommt. Und das stimmt ja. Das stimmt ja. Aber er hat sich dort gelöst, ist eigenständiger Publizist geworden, so eigenständig, dass es in einer großen Organisation offenbar nicht mehr so ohne weiteres ging. Aber er ist ein sehr geschätzter Publizist geworden. Ich denke an seine Kolumnen in der NZZ am Sonntag. Ein eigenständiger, der Wirtschaft versteht, der Wirtschaft zu erklären weiß und der zu Erscheinungen, die uns die politisch bestimmen, sagen kann, was das wirtschaftlich bedeutet. Ich freue mich sehr, dass er sich bereit erklärt hat, hier das Eingangsreferat zu halten, und ich übergebe ihm nun gerne das Mikrofon. Sehr geehrte Damen und Herren, da die gebundenen Lebensläufe
Sie, die Meinung war nicht einmal so gerunden. Ich war der letzte liberale Gewerkschaftssekretär. Das ist nicht das Thema, sondern ein Ausschnitt aus schweizerischen Eigenheiten, Eigenschaften, die vielleicht gar nicht so bekannt sind. Wir denken immer, die Volksrechte, Initiative, Referendum sind das, was die schweizerische Demokratie vor allen anderen unterscheidet. Das ist eines der Elemente. Das andere Element. Das andere Element haben wir die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger vor 3 Wochen mit Gusto praktiziert, und das ist das Panaschieren. Das heißt, der Wähler, die Wählerin in der Schweiz kann die Wahllisten verändern. Man kann streichen, man kann kumulieren und man kann von anderen Wahllisten anderer Parteien einen Namen sogar kumuliert auf eine andere Liste setzen. Das ist vielleicht auch eine kleine heimliche Freude, nicht wahr? Wahltag ist Zahltag, man kann da wirken, wie man sich das schon längere Zeit vorgenommen hat. Aber es ist eigentlich ganz kleine Ursache, ganz kleine Bestimmung, welche dieses Recht des Bürgers eingeführt hat. Es ist eine einzige Zeile im Gesetz über die politischen Rechte. Das Gegenteil dieses freien Gestaltens der Wahllisten haben wir in England soeben erlebt, wo Boris Johnson diesen Spätsommer 21 Tory-Abgeordnete seiner eigenen Partei aus der Partei rausgeworfen hat und damit auch von der Chance, wiedergewählt zu werden, eigentlich ausgeschlossen hat, weil sie in einer wichtigen Abstimmung nicht mit der Regierung gestimmt haben. Das ist nicht nur eine Eigenheit Englands, der englischen parlamentarischen Demokratie, sondern in den meisten westeuropäischen Staaten hat die Regierung diese starke Stellung gegenüber den Deputierten, gegenüber den eigenen Parlamentariern. Die Folgen, um das gleich schon vorwegzunehmen, sind gigantisch. Die Möglichkeit des Wählers, die Parteilisten nach freiem Gusto zu verändern, führt dazu, dass die gewählten Parlamentarier nachher ihrer Partei sagen können, ich habe euch den Sitz gebracht, ich habe mit so vielen Panaschierstimmen und eigenen Stimmen der Partei euch den Sitz gebracht. Währenddem in allen westeuropäischen parlamentarischen Demokratien die Regierung sagen kann, wir haben dir den Sitz auf der Wahlliste eingeräumt, du bist dank dieser Platzierung gewählt worden und jetzt Spuren. Also jetzt musst du mit der Regierung oder auch von der Oppositionspartei her mit der Opposition stimmen, sonst bist du nächstes Mal nicht mehr dabei. Das heißt, diese Panaschiermöglichkeit stürzt die Machtverhältnisse im Lande völlig um. Eine Zeile im Wahlgesetz macht, dass Parteien keine Macht haben. Parteizentralen haben in der Schweiz keine Macht. Sie müssen auch während der Legislatur um die Zustimmung, dauernde Zustimmung, situative Zustimmung ihrer Gewählten werben und bitten. Wohingegen in den parlamentarischen westeuropäischen Demokratien die Parteizentrale mehr oder weniger, je nach Land, die Listen gemacht hat, den Parlamentariern sagen kann, wie sie zu stimmen haben und sie gegebenenfalls bei widrigem Verhalten auch sanktionieren kann. Die Parteizentralen herrschen in parlamentarischen Demokratien. Das schlägt keine Geist weg, das ist so. Kommen wir dann noch auf weitere Elemente. Zusammenfassend vielleicht mit Newspeak, mit Englisch. Die Schweiz hat damit auch, neben den Volksrechten, als das Prinzip des Bottom-up, von unten her gesteuerte Demokratie, während die westeuropäischen parlamentarischen Demokratien von oben herab durch die Parteizentralen gesteuert sind, top-down. Dieser Unterschied ist natürlich nicht nur einer einzigen Zeile eines Gesetzes zu verdanken, sondern schon bei der ersten Proporzwahl 1918
hat der Bundesrat in seiner Botschaft gesagt, eine unveränderbare Wahlliste ist im gewissen Sinn nicht demokratisch. Also er sagte, es ist eine ungebührliche Beschränkung des freien Wahlrechts. Das war damals schon die Überzeugung der damaligen politischen Gestalter und Elite der Schweiz, also vor genau 100 Jahren. Schon damals also dachte man, der Wähler soll souverän sein und die Gewählten nachher sollen ebenfalls souverän sein. Frei in jedem Moment ihre Stimme abzugeben. Mit dem Panaschieren, wir haben es jetzt gerade wieder in dieser Wahl gesehen, kann der Wähler Nationalräte als Quereinsteiger hineinbringen. Vor 4 Jahren beispielsweise war das Köppel, war das Guldimann. Es ist parteiunabhängig, wer da als Quereinsteiger hineinkommt. Man kann auch Sesselkleber abstrafen, und das war letztes Mal so, also 2015 mit Herrn Feder. Ja, nicht als Sesselkleber, aber war ein bisheriger. Diesmal wurde sowohl Fräulein Ricklin in Zürich abgewählt, wie der Gewerkschaftsboss oder Klotz Bardini in Bern und andere. Also es bringt dem Parlament Erneuerungen oder ja, Ausscheidungen, die sonst die Parteien nie und nimmer vorgenommen hätten. Die waren auf den Listen und wären nach Wille der Parteizentralen gewählt worden, aber die Wählerinnen und Wähler wollten das nicht. Ich blicke jetzt auf die westeuropäischen Verhältnisse. Ich habe schon Boris Johnson erwähnt in England. Wir haben bei den Brexit-Diskussionen des englischen Parlaments ein sehr anderes Parlament kennengelernt. Ich schließe mich ein. Ich hätte auch nicht gedacht, dass dieses Parlament eigentlich derart eingezwängt in Ritualen und Vorschriften und Unmöglichkeiten steckt, wie sich das jetzt gezeigt hat. Dass also die Parteiführung sehr stark beifahren kann, dass der Parlamentspräsident, Order, John Bercow, eine unglaublich starke Stellung hat. Er kann Anträge zulassen oder ablehnen. Und dass eben eigentlich im Ritsch-Ratsch-Verfahren Ja-Nein-Verfahren wird. Typischerweise, das allerdings kannte ich schon aus Foto- und Filmaufnahmen des englischen Parlaments, sitzen da diese 615 Abgeordneten meistens ohne Papier auf den Knien. Also es ist für mich dies schon ein Beleg dafür, dass eben nur binär abgestimmt wird. Dafür, dagegen, Änderungsanträge kommen aus dieser Mitte kaum. Darauf komme ich dann auch noch. Also eine englische parlamentarische Demokratie, die uns überrascht hat. Frankreich. Frankreich hat ein anderes Wahlsystem, System majoritaire à deux tours, das heißt ein Mehrheitswahlsystem mit einer Wahlkreisen, aber in 2 Runden. Nach der ersten Wahlrunde werden die aussichtslosen Kandidaten zurückgezogen und haben auch nicht, nur noch 3 können dann in die zweite Runde einsteigen, pro Wahlkreis. Das führt dazu, dass in den 14 Tagen, welche die 2 Runden trennen, die einander eher nahestehenden Parteien über das ganze Land abmachen, welche zweitplatzierten Kandidaten diese und die andere Partei zurückziehen, um die Wahlchancen der anderen nahestehenden Partei zu erhöhen, indem man dort dann die Stimmen des zweitplatzierten auf den erstplatzierten Kandidaten der ersten Runde überträgt und ihn damit in der zweiten Runde wählen lassen kann. Das führt zu Mehrheiten links und rechts. Im Verlauf der Geschichte haben wir das immer wieder gesehen. Es führt aber auch zu einem unglaublichen Postenschacher zwischen den 2 Wahlrunden. Die Parteizentralen handeln das aus und ich habe schon oft gelesen nachher, dass die Kandidaten, die rausgeschmissen wurden, das in der Zeitung gelesen haben. Keine Parteiversammlungen. Und der Wähler hatte nachher einfach die Person, die von den Parteizentralen hüben und drüben festgelegt worden war. In Italien haben vor den letzten Parlamentswahlen, vor 5 Vierteljahren, die Lega und die Partei Berlusconis sind zusammengesessen in der Villa von Berlusconi in Arcore.
das landesweit publiziert und haben ebenfalls gemäß Umfragen dort, weil dort nur eine Wahlrunde stattfindet, gemäß Umfragen alle zweitplatzierten Kandidaten zugunsten des Erstplatzierten der anderen Partei zurückgezogen. Auch da fanden keine Parteiversammlungen statt, es war die Parteizentralen, welche dem Wähler nachher das Menü vorsetzen. Genau gleich bei Cinque Stelle. Dort fanden zwar zum Teil Wahlen oder Primärwahlen übers Internet statt, aber wer einmal gesetzt war, war gesetzt. Der Wähler hatte auch nur die Listen der Cinque Stelle. In Deutschland und auch anderswo gibt es Delegiertenversammlungen in den Kreisen, auch in den Ländern. Deutschland hat ein doppeltes Wahlsystem. Es gibt einerseits einer Wahlkreise und andererseits gibt es Listen. Und die Hälfte der Bundestagsabgeordneten wird auf Listen gewählt und die andere Hälfte in einer Wahlkreisen. Das heißt, die Versammlung müssen diese Listen festlegen, die Wahlkreise bestimmen. Nun aber hat ebenfalls ein Parlamentarier, der in der vorhergehenden Legislatur gegen Regierung oder gegen die Opposition stimmte, keine große Chance aufgestellt zu werden. Das ist ein Abweichler, der eben dann abgestraft wird. Die Parteielite Deutschlands, Eliten aller Parteien, die großen Damen und Herren aus Berlin, kandidieren sowohl in einem Einerwahlkreis wie auch auf einer Liste. Und dort werden einfach, je nachdem die Liste Stimmen erhält, die gewonnenen Plätze unter den Erstplatzierten der Liste zugeteilt. Punkt und Schluss. Also der Wähler kann nicht Kandidatinnen und Kandidaten, die unten auf der Liste sind, hinaufsetzen, sondern die Rangliste der Liste ist eben auch von den Parteien und ihren Versammlungen vorgegeben. Die Elite also lässt sich zweimal aufstellen und gerade so retten einige immer wieder ihre hervorragenden Plätze als in der Parteispitze und eben dann im Bundestag in Berlin. Per Steinbrück, hier gut bekannt als Kavallerieoberst, hat 2009 die Volkswahl im Kreis verloren, wurde nicht gewählt im Wahlkreis, aber weil er auf der Landesliste prominent draufgesetzt worden war, als ehemaliger Finanzminister, ist er trotzdem in den Bundestag gerutscht. Das zu einigen Ländern. In Österreich können die Wähler einmal auf der Liste eine gewisse Präferenzordnung eintragen. Und dann hat es sich auch, aber ist schon mehr als nichts. Die Fraktionen selbst während der Legislatur sind extrem hierarchisiert. In der Partei von Macron, aber auch bei beispielsweise der CDU-Fraktion, die habe ich im Internet gefunden, die Fraktionsordnung, Reglement gefunden, verbieten ihren Fraktionsangehörigen Motionen, wie wir in der Schweiz sagen, also Vorstöße anderer Fraktionen zu unterschreiben, außer sie bitten um Erlaubnis. Also eine recht klare Hierarchisierung der Möglichkeit des einzelnen Parlamentariers. In der CDU und anderen Parteien auch, fast überall in Europa, muss auch ein Abgeordneter der Parteizentrale der Fraktion mitteilen, wenn er gegen die Regierung stimmen will, bei einer wichtigen Abstimmung. Dann natürlich, hast du auch so geschrieben, kürzlich in der NZZ, folgen heiße Nächte. Also die Möglichkeit, einfach aus dem Stand heraus, nach Gewissen oder Fachwissen frei zu entscheiden, spielt für die Parlamentarier der meisten westeuropäischen Länder nur in geringstem Ausmaß und nur eben unter einer Zweit am Rücken, die durch die Fraktionen erteilt wird. Die Abgeordneten der Cinque Stelle in Italien dürfen ohne Bewilligung ihrer Parteizentrale nicht vor den Medien auftreten, müssen selbstverständlich immer genau nach der Parteizentrale stimmen im Parlament. Und außerdem ist immer noch Beppe Grillo und jetzt auch vermehrt Di Maio als Parteichef sind Garante, il Garante del Partito. Also in letzten Zweifelsfällen haben die zwei das letzte Wort.
Voilà. Soweit einige Schilderungen über die extreme Hierarchisierung westeuropäischer Parlamentarier in ihren eigenen Fraktionen und Parlamenten. In der Schweiz haben wir früher das System auch gehabt, dass der einzelne Parlamentarier einfach Hand erhebt, vors Mikrofon tritt und sagt, ich habe hier noch einen Abänderungsantrag zu Artikel 17 Absatz 3, ich möchte noch Absatz 4 einfügen. Das ist heute auch nur noch ganz beschränkt möglich. Das hängt meines Erachtens damit zusammen, dass in der modernen Mediendemokratie die einzelnen Abgeordneten begonnen haben, jede Lieblingswurst sofort als Antrag in langwierigen Prozeduren des Parlaments einzufällen. Wenn Sie jetzt an unsere neuen Grünen denken, die große Fraktion der Grünen, der grünliberalen Parlament, da ist, wäre zu erwarten, dass hier der eine will glückliche Hühner, der andere Pelzverbote, der dritte männliche Küken noch mehr schonen, als sie schon geschont sind. Ein anderer möchte vegane Elemente in Lebensmittelverordnungen drin haben und so weiter. Also schon seit etwa 20 Jahren haben in der Schweiz ebenfalls solche Detailanträge von Einzelkämpfern, die auf das mediale Echo zielen, stattgefunden. Und deshalb sind auch in der Schweiz jetzt im Prinzip die Abgeordneten gehalten, also Nationalräte gehalten, ihre Anträge vorher in einer der ständigen Parlamentskommissionen einzubringen und wenn diese Parlamentskommission dann zustimmt, kommt sie noch schließlich ins Parlament. Im Prinzip. Also das Ideal von Parlamentariern, die im Parlament sitzen und aufstehen, eine Idee vortragen, dieses Ideal ist weiterum beschränkt. Aber es ist stärker beschränkt eben in den westeuropäischen parlamentarischen Demokratien. Zweiter Punkt, den ich behandeln möchte in den europäischen parlamentarischen Demokratien, ist natürlich verbunden, das Ganze ist verbunden mit dem Prinzip, dass die Regierung Vertrauensabstimmungen erklärt bei wichtigen Fragen und wenn sie diese verliert, zurücktritt und allenfalls sie oder der Präsident des Landes das Parlament auflöst und vor die Wähler schickt. Wir haben es jetzt in England gerade gesehen, Spanien ist auch, glaube ich, das vierte Mal jetzt innerhalb eines Jahres daran, wieder zu wählen, weil eben die Regierungen Minderheitsregierungen waren, mit Vorlagen, Budget zum Beispiel, gescheitert sind und dann eben keine andere Wahl besteht, als das Parlament aufzulösen. Die Regierung tritt zurück und alle Parlamentarier, Regierungs- und Oppositionspartei, sind entlassen und müssen sich wieder stellen. Alle Boote sinken sozusagen und da in allen westeuropäischen parlamentarischen Demokratien außer der Schweiz, die Parlamentarier Berufsparlamentarier sind, sinkt der Brotkorb damit. Also das ist ein ganz wichtiges Disziplinierungsmittel. Ein Parlamentarier, der allem entsagt hat, aus allen zivilen Beschäftigungen zurücktreten musste, um sein Parlamentsmandat anzutreten, hängt von diesem Parlamentsmandat natürlich ab und hofft, dass die Regierung ihn nicht aus der Partei wirft und bei den nächsten Wahlen eben wieder aufstellt. Das ist schon ein wichtiges Disziplinierungsmittel und es zeigt auch, dass ein anderes Element Schweizer Demokratie durchaus eben bottom-up wirkt, nämlich kein Berufsparlament zu haben. Die Parlamentarier dürfen zivilem Erwerb neben ihrer parlamentarischen Tätigkeit nachgehen. Sie sollen Interessenverbindungen, das ist richtig, deklarieren müssen, das tun sie auch, das kann man auf der Webseite des Parlaments alles nachlesen, aber sie dürfen diesen Interessenverbindungen nachgehen und damit eben sind sie nicht auf Gedeih und Verderb von einer Parteizentrale abhängig. In Deutschland und in Spanien muss man dieses Auflösungsrecht oder diese Auflösungsgefahr, wenn man so will, des Parlaments etwas einschränken. Die Weimarer Republik seinerzeit hatte eine unablässige Kette von Verfassungskrisen, vor allem von Regierungskrisen, Minderheitsregierungen. Kanzler Brüning regierte 2,5 Jahre nur mit Präsidialdekreten, Notfalldekreten des greisen Bundespräsidenten, des ehemaligen Generals Hindenburg.
das wollte man nicht wiederholen. Und deshalb ist in Deutschland und in Spanien nur das konstruktive Misstrauensvotum zulässig, um die Regierung aus dem Amt zu kippen und Neuwahlen vom Parlament her zu forcieren. Die Regierung selbst, wie in Spanien jetzt gerade wieder erlebt, kann es sich selber verfügen, aber sie muss nicht. Dieses konstruktive Vertrauensvotum heißt ganz einfach, Misstrauensvotum oder Vertrauensvotum heißt ganz einfach, dass die Opposition die Regierung nur stürzen kann, wenn sie einen neuen Kanzler mit Mehrheit reinbringt, wählen lassen kann. Das hat seinerzeit, die Älteren erinnern sich vielleicht noch, Barzel versucht in Deutschland. Übrigens wurde damals, und nein, ja, 1972 wurde dann ein Abgeordneter der SPD, der nicht richtig stimmte mit der Oppositionspartei, der sollte, wurde aus der Fraktion ausgeschlossen. Ebenso hat Kauder seinerseits, der bis vor drei Jahren noch amtierende CDU-Fraktionschef, verlauten lassen, dass Parlamentarier, welche nicht mit der Regierung stimmen, der CDU, nicht mehr in Ausschüsse kommen. Also eben in diese Ausschüsse, wo die Anträge vorberaten werden. Und damit wird einer, der nicht mehr in Ausschüssen ist, zu einem Hinterbänkler, tritt nie mehr vor den Medien auf, weil er nichts zu sagen hat, er ist auch nicht eingeweiht in das, was sich in den Ausschüssen tut. Und damit hat eben auch auf diese Art und Weise nur schon mit der Zulassung in Ausschüssen die Parteizentrale ein sehr großes Gewicht. Voilà. Das wäre ein zweites Licht auf die Situation in Westeuropa. Ich komme nun zu drei Folgen. Erste Folge, die Gewaltenteilung ist abgeschafft. Montesquieu seinerzeit im 18. Jahrhundert sehr schöne Theorie entwickelt, wie die Gewaltenteilung funktionieren soll, die Legislative, die Exekutive und die richterliche Gewalt. Die sollen in Delegation ein Land regieren. Das ist auf dem Papier sicher überall so. Wir haben diese drei Gewalten in allen Staaten, die sind so eingerichtet. Doch wenn natürlich eben die Daumenschrauben gegenüber den einzelnen Parlamentariern von der Regierung, welche von der Parteizentrale bestimmt wird, angezogen werden, dann ist natürlich die Gewaltenteilung nicht sehr weit getrieben. Die Oppositionsparteien sind in der genau gleichen Lage, um die Regierung vielleicht einmal stürzen zu können in einer Vertrauensabstimmung. Zwingt natürlich auch die Leitung, die Parteizentrale der Oppositionsparteien in allen diesen Ländern, ihre eigenen Parlamentarier genauso zu stimmen. Wir haben es bei SPD gesehen, in Deutschland 72, damit eben ein Misstrauensantrag allenfalls Erfolg hat. Daumenschrauben also. Und wie schon erwähnt eben im Vereinigten Königreich, wie wir mit Erstaunen gesehen haben, und da möchte ich nun wie vor her erwähnt noch einige Dinge zufügen. Die einzelnen Parlamentarier, Opposition wie Regierungspartei, haben kein verbrieftes Antragsrecht. Es wird, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, zu Beginn jeder Session werden 20 Mitglieder des Unterhauses ausgelost, die einen Vorschlag einbringen dürfen. Das Los bestimmt, wer unter 26 einen Vorschlag einbringen dürfen. Und sie bekommen dann 10 Minuten Redezeit am Schluss einer Wochensession, hier ist auch aufgewachsen, etwas zu klein. Und Zeller sind sonst wortmächtiger, wir haben hier einen großen Saal. Also 10 Minuten Redezeit am Schluss einer Wochensitzung, und wenn nur ein Abgeordneter irgendwo herruft, I object, bricht der Parlamentspräsident die Debatte zu diesem Vorschlag ab. Außerdem, ich habe es auch erwähnt, hat der Parlamentspräsident John Bancroft hat die absolute Kompetenz, Anträge zuzulassen oder abzulehnen. Wir erinnern uns noch, dass Boris Johnson diese wunderschöne Übereinkunft mit der EU schließlich ausgehandelt hatte und sie vors Parlament bringen wollte. Dann aber hat einer, Tory, einen Zusatzantrag einbringen können,
der sagt, man müsse zuerst die ausführende Gesetzgebung bereinigen, das würde natürlich Tage, vielleicht sogar Wochen dauern, um dann erst nachher auf diese Übereinkunft mit der EU, die Boris Johnson gemacht hatte, eintreten zu können. Und Bearcroft, der Parlamentspräsident, war frei, ob er das zulässt oder nicht. Er hat es zugelassen, weil er gegen den Brexit ist und es ist prompt angenommen worden und Boris Johnson ist eigentlich damit dann aufgelaufen und gescheitert vorderhand und hat das Parlament dann aufgelöst. Der erste Antrag ging auch schief, das Parlament aufzulösen. Es braucht zwei Drittel gemäß Satzung und Statuten, um das Parlament aufzulösen. Aber man kann mit einfacher Mehrheit einen Zusatzantrag bringen. Nur diesmal geht es mit gewöhnlicher Mehrheit. Und das ist auch so geschehen. Also es sind Verfahren, die uns recht interessant und außerordentlich dünken. Soweit das englische Parlament. Ich bin da ein bisschen darauf eingetreten, weil es wirklich zeigt, wie die konkreten Umstände und Regularien und Traditionen, Rituale außerordentlich wichtig sind und nicht unbedingt eben in diesem ältesten aller Parlamente das veranstalten, was wir eigentlich zuerst dachten. Kommt noch hinzu, dass die Hälfte der Tory-Abgeordneten schon unter Premierminister May, dann Boris Johnson, die Hälfte hatte ein Regierungsamt, soweit eben zur Gewaltentrennung. Die wurden in Unterstaatssekretärstellen gewählt, sie wurden in Regierungskommissionen, Verwaltungskommissionen gewählt, mit Spezialaufgaben betraut. Also die Hälfte, 150 von 312 Tory-Abgeordneten, waren außerdem als Angehörige der Legislative in die Regierung eingebunden. Und bei einem Regierungssturz, nachdem sie von der Partei nicht mehr aufgestellt würden, verlieren sie natürlich noch viel mehr. Auch das ist neben dem Berufsparlament eine ganz wichtige Schraube, Daumenschraube, um die Parlamentarier bei der Stange zu halten. Wenn die Labour-Partei an der Macht ist, macht sie das genauso. Das gibt es überall in gewissem Maße. Wir haben in der Schweiz auch Parlamentarier, die SPD-Präsidenten, PTT-Präsidenten werden, welche in Kommunikationskommissionen Einsitz nehmen und so weiter. Es gibt solche Zusatz, wie man in Frankreich, in Macron, wie man dort sagen würde, le fromage de la République. Also Zusatzfunktionen, die auch Parlamentariern zugehalten werden, um sie eben besonders loyal zu halten. Aber in England scheint das wirklich zu grassieren. Und damit eben die Gewaltenteilung auch von dieser Seite her aufzuweichen, wie sie eben praktisch abgeschafft ist, wenn die Regierung über die Parlamentarier diesen großen Zugriff hat, wie ich ihn geschildert habe. Zweite Folge, keine Kompromisse. In diesen parlamentarischen Demokratien, wo wirklich immer das Spiel Opposition-Mehrheit ist und wo es um die Wurst, das heißt um die allfällige, den Regierungssturz oder die Regierungsauflösung geht, ist kein Raum für Kompromisse, sondern man versucht, die Prinzipien durchzuboxen und zu sehen, ob es klappt oder ob es nicht klappt. Die stärkere Partei regiert allein oder in Koalition, aber sie nimmt keine Rücksicht auf die andere Partei. Man hat auch in England wieder mit Erstaunen zur Kenntnis genommen, dass Premierministerin May seinerzeit, als sie nicht durchkam mit ihren Vorschlägen, erklärt hat, sie werde eventuell jetzt das Gespräch mit Labour suchen. Hat es dann ganz kurz getan, aber schon vor den Sitzungen und auch nachher haben beide Parteien gesagt, die anderen haben derart gebockt, dass es nicht geht. Also das Vertrauen ist nicht da, um solche Kompromisse auszuüben. Kontrastprogramm der Schweizerischen Bundesrat und ich bringe jetzt zum ersten Mal auch unsere große Schwesterrepublik USA ins Spiel. Der Schweizerische Bundesrat ist seit 1848 im Amte. Ungebrochen. Er ist nie kollektiv zurückgetreten, er ist nie abgesetzt worden und hat nie das Parlament auflösen dürfen. Ich habe, als ich auf die Idee kam, mal der Bundeskanzlei einen Mail geschickt und angefragt, ist der Bundesrat tatsächlich in 160, 170 Jahren nie kollektiv zurückgetreten und kollektiv erneuert worden. Jawohl, Bundeskanzlei hat das bestätigt. Wir haben also eine Regierung, die seit 1848 im Amte ist, hin und wieder ein bisschen ergänzt wurde. Oder nach Neuwahlen, wie jetzt, dann im Dezember einfach im Amte wieder bestätigt wird.
aber sie ist nicht kollektiv zurückgedreht und wird nicht völlig neu nach neuen Parteizusammensetzungen völlig neu zusammengesetzt. Das heißt also, das gibt ein gewisses Gewicht der Regierung, ohne dass sie das Parlament kujonieren muss. In der Schwesterrepublik USA tritt die Regierung nach Niederlagen nicht zurück. Schön wäre es ja, wenn Trump nach seinen vielen Niederlagen sowohl im Kongress wie vor dem obersten Gericht zurückgetreten wäre. Tut er nicht. Das ist eben in der Schwesterrepublik USA auch nicht üblich. Und die Regierung kann das Parlament auch dort nicht auflösen. Also diese Trennung eben zwischen Legislative und Exekutive ist auch dort voll durchgezogen. In beiden Republiken führt das zu laufenden Kompromissen. Das ist das Thema dieses Abschnittes. Kompromisse, denn wenn man diese binäre Frage, ja oder nein, Regierung oder Rauswurf, nicht stellen kann, dann muss man paktieren. Und da die Parlamentarier der Regierungsfraktion sogar sehr souverän sind, wie sie stimmen, weil sie ja nicht rausgeschmissen werden können, muss man auch um die werben. Und deshalb finden eben in der Schweiz wie in den USA immer bei großen Projekten der Regierung finden Kompromisse innerhalb der Parteien und über die Parteien hinweg statt. Obamacare, das Gesetz zur Gesundheitsreform Obamas, schönes Gesetz vielleicht für viele, sehr starke staatliche Einflussnahme, und so, da wollen wir nicht diskutieren. Obamacare hatte 2000 Seiten, um widerspenstige Demokraten auf den Karren mitzuladen. Denn sehr viele waren nicht ganz einverstanden und dachten, zum Beispiel werden sehr viele Firmen von der Pflicht entbunden, nachher Krankenversicherungen anzubieten. Das ist schlecht, dachten verschiedene Demokraten. Und dann musste man eben, also jetzt fantasiere ich frei, sagen, du kriegst eine Straßenverbindung in deinem Wahlkreis, denn Amerika hat einer Wahlkreise, du kriegst eine Straßenverbindung in den Wahlkreis, bei dir könnte man eine Schule für Minoritäten subventionieren, hast du noch diese Stimmen und so weiter. Das war in 2000 Seiten Obamacare verpackt. Das waren keine Medikamentvorschriften in diesem Gesetz. Und es waren solche Kompromisse, die die eigene Regierungspartei machen musste, um ihre Leute bei der Stange zu halten, ohne Druck, sondern mit Wurstzipfelchen. Und gleichzeitig eben auch noch vielleicht einige Stimmen von oppositionellen, konservativen Parlamentariern zu kriegen. Das führt dann zu dem, auch in der Schweiz, zu diesen wurstigen Kompromissen, dass man Steuergesetzrevision macht mit tieferen Unternehmenssteuern, aber gleichzeitig noch etwas mehr der Steuer in die Haare rausschmeißt. Das führt zu solchen Kompromissen, die recht unangenehm sind und die eigentlich dann das bestätigen, was Bismarck einmal sagte, man darf nicht zusehen, wie man Würste und wie man Gesetze macht. Insofern führt eben diese Autonomie des Parlamentariers in diesen beiden Schwesterrepubliken zu solchen Kompromissvorlagen. Ich sagte, sie können überriechen, sie können aber auch viel näher an den Tagesanliegen der Wählerinnen und Wähler sein, als eben binäre Kompromisse zwischen zwei Parteien. Und nun die dritte Folge, die ich kurz ansprechen möchte, und die ist ganz dramatisch. Die Europäische Union hat ein Parlament, das allerdings beschränkte Vollmachten hat. Sie hat den Rat der EU, früher sagte man Ministerrat, und dann hat sie noch den EU-Gipfelrat, der Verfassungsrevision, Vertragsrevision und so weiter allenfalls in die Wege leitet. Dieser Rat der EU, das sind die Ministerfachräte, die während des Jahres tagen. Das ist mal der Landwirtschaftsministerrat, der tagt, das ist der Wirtschaftsministerrat, der Finanzministerrat, der tagt. Sie tagen, sage und schreibe, die meisten nur alle Vierteljahre, sind aber das Hauptlegislativorgan der EU. Und nun müssen wir die Delegationskaskade der Macht beobachten, denn parlamentarische Demokratien sind Machtdelegationen. Die Parteizentralen, wie erwähnt, wählen die Parlamentarier aus. Nach einer siegreichen Wahl wählt die siegreiche Parteizentrale die Minister aus.
Die Minister können vom Parlament bei Vertrauensabstimmungen nicht weggefegt werden, sondern sie sagen, was gestimmt wird. Diese Minister aller Länder sind in den Ministerräten, also im Rat der EU, und bestimmen als Legislatur die EU. Das heißt also, und was die EU-Ministerräte beschließen, ist dann nach Finanzieren von Richtlinien und so weiter und Ausführungen Gesetz der EU und muss von den Mitgliedstaaten durchgeführt werden. Sehr oft mit einem nationalen Einführungsgesetz, wie wir das auch in der Schweiz machen. Und dann ist das eben eine Vorlage der Regierung und in ernsten Fällen, sagt die Regierung auch, das muss so beschlossen werden, das ist ein europäisches Gesetz, ihr könnt nicht anders stimmen, sonst fliegt ihr raus, fliegen wir raus, löst das Parlament auf und so weiter. Also diese Machtdelegation kommt von den Parteizentralen aus, ergreift die nationale Regierung, das nationale Parlament, ergreift die EU-Ministerräte und kommt zurück und wird durch die gleiche Parteizentrale bestimmte Machtelite nachher national eingeführt und beschlossen. Ich betrachte diese Machtkaskade, diese parteizentralen Herrschaft, als das eigentliche Problem der EU, nicht so sehr, dass es in der EU noch gewisse Rechte des Parlaments geben sollte und so weiter. Wäre vielleicht schön, aber wäre auch möglicherweise falsch. Ich mache hier vielleicht eine Klammer. In der EU hat bisher nur der EU-Gipfel, der EU-Rat, die Kompetenz, also die Kompetenz, einstimmig Verträge zu ändern und neue Kompetenzen allenfalls einzuführen. Also hat die Kompetenz, Kompetenzen der EU zu bestimmen. Hätte man ein EU-Parlament, das wirklich alles bestimmen kann, dann hätte dieses Parlament die Kompetenz. It would get out of hands. Also das würde dann doch relativ rasch ausufern, neben alles Gute und Schöne, wie Parlamente das immer machen. Es wäre die definitive Schaffung eines Staates, Westeuropa oder Westmitteleuropa. Desgleichen Volksabstimmungen in der EU. Wenn es EU-weite Volksabstimmungen gäbe, dann wäre das Volk in der Kompetenz und könnte die Kompetenzen der EU festlegen mit Mehrheiten, und das wäre natürlich auch eine Staatsgründung. Das heißt, man muss sehr aufpassen, die österreichische Regierung hat vor etwa 6 Jahren einen leichten Fuß gesagt, wir wollen europaweite Volksabstimmungen. Die haben nicht überlegt, was das heißt. Es wäre die Übertragung der Kompetenz an ein europäisches Organ, in dem Fall das europäische Fußvolk. Ich schließe die Klammer, der Demokratiemangel der EU ist also nicht das Volksrechte oder Parlamentsrechte fehlen, und ich sage eben in der Klammer sogar, das ist gut so, weil es vor der endgültigen Vermachtung und Schaffung eines westmitteleuropäischen Staates hindert, sondern die eigentliche Vermachtung in der EU ist diese parteizentrale Machtdelegation, die rundherum in die EU hinauf und von der EU wieder zurück in die nationalen Regierungen und Parlamente spielt. Der Schluss. In der Schweiz und in den USA gibt es doch ein Bottom-up-Prinzip der politischen Gestaltung. In Westeuropa im Prinzip eben das andere, nämlich die Top-Down-Regierung. Die Demokratieformen variieren also relativ stark. Man kann nun nicht einfach sagen, die sind undemokratisch. Andere Form von Demokratie. Und da mache ich noch eine Unterscheidung. Sie sind Rechtsstaaten, alle diese Länder. Schweiz, USA, Westeuropa, bisher auch noch Osteuropa mit Nuancen, sind Rechtsstaaten. Rechtsstaaten sind nicht definiert durch die demokratischen Verfahrensformen, sondern durch Grundrechte und deren Durchsetzung, also rechtliches Gehör, dass man sich vor Gerichten verteidigen kann. Das Habeas Corpus gilt, dass man also nicht von der Straße weg für 4 Monate verhaftet werden kann, ohne einem Richter vorgeführt zu werden. Es sind solche Fragen, die den Rechtsstaat ausmachen. Das ist aber eine andere Unterscheidung und republikanische Gestaltung unserer Gesellschaften als die Demokratieformen oder die Verfahrensformen
der Machtdelegation. Und die habe ich nun eben beschrieben für die Schweiz und USA einerseits, für Europa andererseits. Die Macht in den westeuropäischen parlamentarischen Demokratien kann also nur bei Regierungsstürzen oder und oder Neuwahlen regulärer Art ausgeübt werden. Die Macht kann dann verändert werden. Wilfried Pareto, ein Ökonom, ein Soziologe, der in Lausanne lehrte vor 100 Jahren, hat das sehr schön als la circulation des élites bezeichnet. Die Westeuropäer können die Eliten, die Politeliten auswechseln, eben Sozialdemokraten, Grüne, Konservative, rechtsstehende Parteien, ganz linksstehende Parteien, sie können diese Parteieliten zirkulieren lassen, auswechseln. Aber wenn sie dann wieder mal als Parteizentrale dort sitzen an der Macht, dann ist es eben Gesetz. Die westeuropäische Demokratieerfassung und Demokratieformen sind also das, was Isaiah Berlin, ein sehr bedenkenswerter Philosoph, Isaiah Berlin, vor etwa 70 Jahren formuliert hat. Sie sind eines der Konzepte von Freiheit, nämlich Freiheit von. Freiheit von Gewalt, von Diktatur, Freiheit von. Hingegen die Schweiz und USA praktizieren ein zusätzlich anderes Element von Freiheit, nämlich die Freiheit um zu gestalten. Also der Wähler kann Parteilisten gestalten, die Parlamentarier können im Parlament frei und souverän ihre Meinung abgeben und eben gestalten. Allenfalls noch mit den Volksrechten kann ein Land noch zusätzlich gestalten, auch Amerikas. Einzelstaaten kennen sehr viele Volksrechte, Italien sogar in Regionsabstimmungen ebenfalls. Das heißt also, es sind einfach wichtige, sehr wichtige, entscheidende Nuancen, wie man sich Freiheit wünscht und denkt. Freiheit von, Freiheit um zu. Das ist eigentlich letzten Endes die sehr verschiedene Mentalität, die hinter solchen politischen Gestaltungen und Machtkaskaden steht und die eben, wie ich sagte, nicht in einer einzigen Zeile eines Gesetzes über politische Rechte hängen, sondern tatsächlich den Geist, l'esprit de l'ordre, wie Montesquieu auch sagte, also den Geist der Gesetze, der Gestaltungen der Bürgerinnen und Bürger, den Geist eines Landes ausdrücken. Die USA ist eben wie die Schweiz ähnlich strukturiert, habe ich gesagt. Der Präsident allerdings dort, das nehmen wir ebenfalls mit Erstaunen oder zum Teil auch Unwillen zur Kenntnis, der gegenwärtige Präsident übt seine Exekutivfunktionen, wie er meint, extensiv aus. Er hat Obamacare am ersten Tag seiner Amtseinführung vor 3 Jahren mit einer Unterschrift unter eine Executive Order, also eine Verordnung, außer Kraft zu setzen gehofft, ist ihm nicht gelungen. Trump täuscht sich manchmal ein bisschen selbst über seine eigenen Machtmöglichkeiten. Trump spinnt nicht, haben 27 Psychiater festgestellt in einem Buch. Er spinnt nicht, er ist nicht irre, wobei auch hier noch Zweifel erlaubt sind. Er sei nicht irre, sondern er habe das Gemüt eines 15-Jährigen. Das sagen diese Psychiater. Und 15-Jährige oder noch Jüngere lesen Grimms Märchen und Trump hat diese Idee des Königs, wie in Grimms Märchen, wo sie immer nachlesen können, da ergrimmte der König und sprach, oder da ergrimmte der König und ließ alle köpfen. Das können Sie in Grimms Märchen nachlesen. Es ist diese Idee des absoluten Exekutivpolitikers, die Trump pflegt. Aber allgemein kann man sagen, dass der amerikanische Präsident eine recht große Machtfülle als Exekutivpolitiker statutarisch legal hat. Und wenn wir jetzt den Blick auf die Schweiz richten und den Bundesrat, also unsere Exekutive, muss man feststellen, dass dieser Präsident zwar siebenköpfig ist, aber auch sehr starke Machtfülle hat. Der Bundesrat erlässt die Verordnung, das Parlament erlässt die Gesetze und die schweizerischen Gesetze sind lakonisch. Die 2000 Seiten sind relativ kurz und knapp gefasst. Und dann kommt die Stunde der Verwaltung und des Bundesrates, wo er dann die Ausführungsverordnungen erlässt, die unglaublich lange, Sie müssen solche Verordnungen mal durchlesen, unglaublich lange sind, mehrfach so lang wie die Gesetze, und wo dann das Kleingedruckte steht.
wer eine Bewilligung bekommt, wer nicht, wie viel sie kostet, wie viele Gebühren, wie viele Strafen und so weiter. Die FINMA zum Beispiel erhebt jedes Jahr 140 Millionen entweder Strafen und oder Beiträge von den Banken, die sie kontrolliert, dann verlangt sie ihnen noch Geld, auch den Raiffeisenkassen. Und das macht 140 Millionen, das ist eine Steuer, die aber noch nie so beschlossen worden ist, auch vom Bundesrat durch die Verordnung zur FINMA festgelegt wurde. Also ich sage das nur als eines der Beispiele. Sie können Umweltschutzgesetze, Zulassungsgesetze für Dieselfilter und so weiter lesen, ist überall das Gleiche. Die Stellung der Exekutive in den USA wie in der Schweiz ist relativ stark, aber sie ist nicht so dominant. Und die Parlamente können rebellieren, können Vorlagen ablehnen, können Vorlagen mit obligatorischem Referendum versehen in der Schweiz, da muss darüber abgestimmt werden. Die Parlamente in Amerika können sogar ein Impeachment, wir erleben das gerade jetzt, veranstalten. Sie können aber eben auch während der Amtszeit eines Präsidenten ihm laufend alle Vorschläge streichen. Das geschah schon unter Obama, geschah unter Clinton, ist unter Trump auch einige Male schon geschehen, aber relativ selten, weil Trump in seinem Chaos gar nie Gesetzesvorschläge zustande brachte. Also, soweit einige Ausführungen zu Freiheit von und Freiheit um zu. Ich könnte noch Bemerkungen zu Volksrechten machen, das gehört jetzt nicht hin, vielleicht zur Diskussion, und ich würde damit auch Ihnen zu dieser Diskussion das Wort überlassen, besten Dank. Ja, herzlichen Dank, Herr Kappeler. Wir haben jetzt festgestellt, wie ein seriöser Journalist arbeitet. Bevor er kritisiert, untersucht er, wie geht es denn überhaupt? Was sind die Unterschiede? Was ist gleich? Wie funktioniert das? Man stellt, wie er gesagt hat, die Machtkaskade dar. Jetzt folgt dann das Podiumsgespräch, dann versuchen wir das, was wir jetzt gehört haben, wie die Beschlussfassungen unterschiedlich ablaufen in der Schweiz, in den USA einerseits, in Westeuropa und damit auch in Bezug auf die EU andererseits. Jetzt versuchen wir dann das einigermaßen zusammenzubringen. Aber es war ein hochinteressanter staatsbürgerlicher Grundlagenunterricht, den wir hier vermittelt bekommen haben. Ich bin überzeugt, da haben jetzt viele der Zuhörer gesagt, ja, das sind ja Dinge, die habe ich mir gar so in dieser Form noch gar nie wirklich zu Gemüte geführt. Aber die Fragen der Demokratie, weshalb haben wir so viele Oppositionsbewegungen gegen diese Form der Demokratie, wie sie in Europa stattfindet, was ist von diesen zu erwarten, besteht da ein Bezug mit den Entwicklungen, die von der EU ausgehen. Das sind die Themen, die uns jetzt beschäftigen. Wir machen eine kurze Pause, weil wir technisch umstellen müssen für das Podiumsgespräch und fahren um 10.45 Uhr weiter, also beginnen wir mit dem Podiumsgespräch. Ich bitte Sie, dann wieder pünktlich hier zu sein, damit wir wirklich die Zeit für das Podiumsgespräch ausnützen können. Herr Kappeler, nochmals ganz herzlichen Dank und wie gesagt, 10.45 Uhr geht es weiter. Ja, meine Damen und Herren, wir eröffnen die Podiumsdiskussion. Ich möchte zu Beginn noch 6 Gäste besonders begrüßen. Wir haben 4 ehemalige Mitglieder des Parlaments unter uns. Das ist Hans Fehr, der ja entscheidende Mitarbeit auf der Redaktion der Schweizer Zeit leistet, dann ganz besonders
Hans-Rudi Giesin aus dem Kanton Basel-Land, FDP. Er hat dort den Gewerbeverband während Jahrzehnten, glaube ich, geprägt. Wir haben zusammen uns gegenseitig unterstützt, aber in entscheidenden Fragen auch gestritten, seinerzeit in der Spezialkommission über die Personenfreizügigkeit. Wir erinnern uns beide noch gut an diese Debatten. Hans Kaufmann, Altnationalrat Kanton Zürich, ist unter uns, und Benno Hess, früher für die Schweizer Demokraten im Kanton Bern im Nationalrat, ist hier herzlich willkommen. Und dann sind aus unserem Verwaltungsrat, da ist wiederum Hans Fehr dabei, und dann Hans Geiger aus Weiningen, der ja als Brisantautor mit spitzer Feder immer wieder zahlreiche Reaktionen auslöst. Und Adrian Bergmann ist hier. Er musste, wie er mir gesagt hat, die Versammlung, glaube ich, verlassen, weil sein Vater gesundheitliche Schwierigkeiten hat, die ihn zurückrufen. Aber während des Vortrags war er hier. Wir haben jetzt während diesem Vortrag interessante und wichtige Grundlagen zu den demokratischen Verhältnissen, den eben unterschiedlichen demokratischen Verhältnissen in verschiedenen Ländern und in zwei Weltteilen, die ganz anders sind als andere, das ist eben die Schweiz und die USA, zur Kenntnis genommen. Jetzt geht es darum, aus dieser Grundlage heraus den Weg zu finden in die aktuelle Debatte in der Europäischen Union. Meine erste Frage richte ich an Herrn Professor Weber. Was sind die Gedanken, die Ihnen durch den Kopf gegangen sind bei dieser Darlegung der Beschlussfassung, der Machtverteilung, der Entscheidfindung in Bezug auf die Diskussion, die ja ganz Europa beschäftigt, also die Zukunft der EU? Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie auch herzlich. Ich bin sehr froh, dass ich hier mitdiskutieren darf. Nun, Herr Schlür, die Gedanken. Was ich sehr interessant gefunden habe am Vortrag von Bert Kappeler war, dass er eigentlich das politische System der Schweiz etwas jetzt charakterisiert hat und nicht direkt jetzt eben auf den direkt demokratischen Teil eingegangen ist, sondern eigentlich die Schweiz mal jetzt mal die indirekte Demokratie, also wie das Volk letztlich durch die Politiker, Politikerinnen vertreten ist, dass es wählt. Und da hat Bert Kappeler eben nicht nur, ich sage es mal, politische Grundlagen Ihnen mitgeteilt, sondern eine sehr persönliche Analyse, die sehr interessant ist. Und was er eigentlich sagt, ist, dass wir eben auch über die indirekte Demokratie bereits eine sehr starke Einflussmöglichkeit haben des Volkes, eben diesen Bottom-up-Approach, der sich schon unterscheidet zu den Demokratien der vor allem auch der benachbarten Länder, die ja alle auch Mitglied der EU sind. Jetzt, ich würde dann natürlich gerne nachher noch etwas über den anderen Teil der Demokratie, nämlich die direkte Demokratie, sprechen, wo sich die Schweiz natürlich noch mehr unterscheidet von den benachbarten Ländern oder auch eben den Mitgliedern der Europäischen Union. Und beides zusammen wird dann eben uns auch etwas mehr in die Nähe der Frage bringen, ist denn das politische System der Schweiz überhaupt, ich sage es mal, kompatibel mit einer, ich sage es mal, vollen Mitgliedschaft der EU
oder auch einer relativ starken Integration in die EU, weil die EU selber ja ein Projekt ist, das immer zwei Dimensionen beinhaltet. Die politische Integration, dass man also gewisse Rechte abgibt, gewisse Souveränität, damit man Mitglied ist, und die wirtschaftliche Integration, und da hat Herr Schlür ja einen wichtigen Aspekt, nämlich die Personenfreizügigkeit genannt, und auf das werden wir dann am Schluss zurückkommen. Also wenn wir jetzt über die politische Integration sprechen, denke ich, ist das ganz entscheidend, was Herr Kappeler hier sehr differenziert dargestellt hat. Dankeschön. Ich möchte das Wort gerade weitergehen an Herrn Urs Vögeli. Herr Urs Vögeli ist seit Beginn dieses Jahres Geschäftsführer des Komitees EU-NO, also ganz klar platziert als Opponent gegen die Entwicklung, die die Schweiz jetzt am stärksten beschäftigt. Was war Ihre Auffassung zum Verhältnis der Demokratie, zum Verhältnis, wie Entscheide gefällt werden, wie es Herr Kappeler geschildert hat, und was wir uns vorstellen unter demokratischer Entscheidfindung? Also es ist wirklich so, dass hier zwei Welten aufeinandertreffen. Das haben wir jetzt in vielerlei Hinsicht gesehen, dieses Top-Down- und Bottom-Up-Prinzip. Und es war wirklich faszinierend zu sehen, dass wir auch auf Parlamentsseite bei den klassischen Akteuren, die ja die anderen Staaten auch kennen, dort eben auch große Unterschiede da sind. Und zusätzlich dazu natürlich die Volksrechte, direkte Demokratie. Und spannenderweise, ich habe im letzten halben Jahr zwei, drei Vorträge gehalten für internationale Studierende. Also ich bin selber Politologe, ich dissertiere auch zum Thema direkte Demokratie auch ebenfalls noch. Und ich durfte denen erzählen, wie unser System funktioniert. Einfach auf dem grünen Feld meine Erfahrungen, auch aus der politischen Praxis. Und es ist ja so, dass wir noch ganz viele solche Eigenheiten haben, die unsere Demokratie, unsere direkte Demokratie ausmachen. Wir haben heute beispielsweise noch nicht über den Föderalismus gesprochen. Unsere extrem dezentralen Strukturen, wo wir möglichst nahe bei den Leuten, bei der Bevölkerung, bei den betroffenen Menschen Entscheidungen treffen möchten, das kommt ja auch noch dazu. Wir haben beispielsweise noch nicht über das Milizprinzip gesprochen, wo wir möchten, dass Politiker, selbst Armeeangehörige, ich bin selber Milizoffizier, wo wir möchten, dass das eben nicht top-down ist, sondern eben, dass es auch die Bevölkerung selber macht, diese Eigenverantwortung, diese Freiheit zugestalten, die Freiheit mit dabei zu sein, eine Stimme zu haben. Und ich sehe einfach im Moment, und das ist ja das Kernelement von EU-NO, das Rahmenabkommen, das zurzeit immer noch offen ist zwischen der Schweiz und der EU. Also wir haben den Text, wir haben das Verhandlungsergebnis. Dort treffen genau diese beiden Kulturen und Philosophien treffen aufeinander, wo wir sehen, dass es nicht funktioniert, dass es zu weiteren Spannungen und einer Unterhöhlung unserer direkten Demokratie führen würde, wenn wir uns da so integrieren lassen, wenn wir so uns einbinden, wenn wir uns den Mechanismen und Institutionen der EU, dem EU-Gerichtshof, der EU-Kommission da unterstellen mit der Rechtsübernahme, mit allem, was da in diesem Rahmenabkommen noch drin ist. Das würde definitiv diese Kultur, das war auch das Schöne, was Herr Kappeler gesagt hat, es geht nicht nur um das Gesetz, sondern es sind Kulturen und Traditionen und Grundwerte, die da mitschwingen. Und dort sieht man ja, dass es wirklich nicht kompatibel ist. Auch wenn man in ein juristisches Konstrukt so ein Rahmenabkommen drüber stülpt, dann ist es ja juristisch, würde es irgendwie funktionieren, man würde irgendwelche Mechanismen finden, aber dass die Kultur sich so massiv verändert, das ist ja dann eigentlich der springende Punkt und das ist ja das Wesen unserer direkten Demokratie auch. Dankeschön. Herr Pedro Reiser, meine Damen und Herren, muss ich Ihnen dazu sagen, bringt einerseits reiche internationale Erfahrung mit aus der Wirtschaft und aus weltweiter wirtschaftlicher Aktivität. Er hat Schweizer
Firmen, Niederlassungen von großen Schweizer Firmen im Ausland geleitet, während vielen Jahren. Das ist der eine Erfahrungshintergrund. Der andere ist, und das war auch ein Grund, weshalb ich ihn zu diesem Podiumsgespräch eingeladen hat, es gibt wenige Menschen in der Schweiz, die sich derart informiert halten, jeden Tag, was geschieht in Europa, was in der Europäischen Union geschieht und was zwischen der Schweiz und der Europäischen Union geschieht. Er ist ein außerordentlich genauer Beobachter und seine Schlussfolgerungen, die haben Gewicht. Herr Pedro Reiser, darf ich Sie bitten, Ihre Meinung zum Zusammenhang, das Mikrofon läuft, man muss nur noch nehmen, Ihre Meinung zum Gehörten der demokratischen Abläufe und der EU auf der anderen Seite zu hören. Also vielen Dank für diese Einladung und diese Einführung, die wie bei solchen Anlässen meistens übertrieben sind. Ich informiere mich, aber ich glaube, alle informieren sich. Zum Thema. Ich war unter anderem 5 Jahre lang in Tokio zuständig für die Fusion von Ciba-Geigy und Sando in Japan. Wie Sie wissen, wurden die 2 Firmen zusammengelegt zu Novartis. Und was ich dort erlebt habe, ist eigentlich sehr ähnlich in der Thematik mit dem, was ich jetzt hier erlebe. Ich werde Ihnen sagen, wieso. Es wurde ja jetzt oft gesprochen von Top-Down und Bottom-Up. In Japan habe ich gelernt, dass es nicht entweder oder ist, sondern es ist sowohl als auch. Es ist ein Yin-Yang. Es braucht Top-Down und es braucht Bottom-Up. Es geht nicht ohne diese beiden Extreme. Es braucht eben diese beiden Pole. Und ich kam nach Japan, weil dort mein Vorgänger alles falsch gemacht hat. Der hat top-down gemeint, er könne dieses Unternehmen, diese Fusion top-down machen. Und das war eine Katastrophe. Und andererseits konnte man das nicht einfach nur bottom-up laufen lassen. Man musste ja irgendwie, musste das dann doch zusammenpassen mit dem, was weltweit geschah mit Novartis. Also, was war die Lösung? Die Lösung war, was interessant war, ist dass ich habe zunächst gesagt, ich muss denen das Ziel sagen, den Japanern. Und dann mit den, es waren 2000 Ciba-Geigy-Japaner, 2000 Sando-Japaner. Also ich muss denen sagen, was ist das Ziel? Und dann habe ich gemerkt, das ist falsch. Man muss schon vorher anfangen mit Yin-Yang. Man muss zunächst anfangen, indem man sagt, was ist die Herausforderung? Was ist das Problem, das wir vor uns haben? Und erst dann anfangen, versuchen, das Ziel oder die Ziele zu formulieren. Und zwar eben nicht top-down oder bottom-up, sondern im Yin-Yang-Prozess. Das geht von oben nach unten, von unten nach oben, bis sich das herauskristallisiert. Das geht dann länger. Also in Japan hatten wir länger als in den USA und in anderen Ländern die Fusion durchzuführen. Aber dafür hat es in Japan funktioniert. Weltweit hat man 2 Jahre gesagt, alle diese Gesellschaften hatten 2 Jahre, um die Fusion durchzuführen. In Ländern wie USA und so weiter haben die nach 6 Monaten gesagt, hurra, wir haben die Fusion, aber es hat nicht funktioniert. Die hatten dann Streiks, die hatten Qualitätsprobleme, die hatten Lieferungsprobleme und das hat nicht funktioniert. In Japan wurden die 2 Jahre ausgenutzt, um eben in diesem Yin-Yang-Prozess alles durchzuarbeiten, alles zu definieren. Auf jeder Stufe wurde definiert, die Spedition, die Qualitätskontrolle, die Produktion, die Verkauf und so weiter. Alles, überall haben sie sich koordiniert. Und das war dann Bottom-up. Und Top-down hat man nur versucht, dann wieder den Prozess so zu führen, dass er nicht ausuferte.
Am Schluss haben wir in Japan keinen Streik, wir hatten keine Probleme, keine Lieferprobleme, keine Qualitätsprobleme. Und das war die einzige Gesellschaft von Novartis weltweit, die keinen Marktanteil verlor während dieses Prozesses, während der Fusion. Alle anderen haben Marktanteile verloren wegen den Problemen, die sie dann hatten. Aus diesem Beispiel, dieses Beispiel finde ich wichtig jetzt auch für die Politik, wenn wir das auf die Politik übertragen, dann ist das Schweizer System eben ein Yin-Yang-System, wo wir top-down einen Bundesrat haben, wie wir gehört haben, der sehr viel Macht hat, das wusste ich gar nicht, dass der so viel Macht hat, und dann haben wir das Parlament, und dann haben wir eben das, also Yang ist top-down und Yin ist eben bottom-up, dann haben wir eben die direkte Demokratie, die dann eben das System zum Funktionieren bringt, dann ist es eben nicht ein pures Top-Down, es ist aber auch nicht ein pures Bottom-Up, sondern es ist eben ein Yin-Yang. Und diese Parallele ist mir heute klar geworden nach dem Vortrag von Beat Kapperer. Jetzt nähern wir uns allmählich dem Thema EU an, und ich nehme jetzt einen Satz auf, den Pedro Reiser ausgesprochen: Wir müssen zuerst herausfinden, was ist das Problem, das wir haben. Und wenn wir jetzt die Ausführungen von Herrn Kappeler in Erinnerung rufen, dann haben wir gehört, wie das System funktioniert oder funktionieren sollte. Was wir aber auch haben in Europa, und zwar eigentlich in jedem großen Land in Europa, das ist eine sich bedeutend verstärkende Opposition gegen die geltenden Regeln. Und wir stellen auch fest, dass es diesen Ländern und den eingespielten Abläufen und Strukturen in diesen Ländern äußerst schwerfällt, sich mit dieser Opposition irgendwie vernünftig auseinanderzusetzen. Wenn wir an das Erstarken der AfD in Deutschland betrachten, wenn wir die Bewegung der Gilets Jaunes in Frankreich betrachten, die Regierenden stehen diesen sich verstärkenden Oppositionen eher unschlüssig und lösungslos gegenüber. Und das prägt ja die Gegenwart auch. Ich gebe jetzt das Wort wieder zuerst Herrn Professor Weder und muss noch beifügen: Herr Professor Weder hat ein außerordentlich hilfreiches Buch verfasst. Es ist erschienen im Verlag der Neuen Zürcher Zeitung bereits vor einigen Jahren mit dem Titel Von Rosinen und anderen Spezialitäten, Untertitel Die Schweiz und die EU. Ich muss Ihnen sagen, wenn Sie an sachlicher Information über Zustände, Gegebenheiten und Gegensätze interessiert sind, das Buch, das gibt Ihnen die Aufschlüsse, die Sie suchen. Da bin ich überzeugt. Das ist also für mich bis heute eines der wichtigsten Bücher, die ich immer zur Hand nehme, wenn es ein Problem zu erklären gibt. Deshalb habe ich es heute Morgen auch nur vom Gestell nebenan nehmen können. Es ist tatsächlich so, dass ich das immer wieder benutze. Herr Professor Weder, wie schätzen Sie das ein, dass zu diesen Strukturen jetzt starke Oppositionsbewegungen entstehen, mit denen die Strukturen wenig anzufangen wissen? Ja, Herr Schür, das ist natürlich eine schwierige Frage. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass jedes Land ja sein eigenes politisches System haben soll. Und wir sind natürlich laufend, stehen wir vor Herausforderungen. Wir wissen alle, das Umweltproblem ist eine Herausforderung, und da gibt es dann große Diskussionen, wie man weiterfahren soll. Und auch hier, Herr Kappeler würde jetzt sagen, ja, eben in der Schweiz hat das dann eine andere Dynamik als zum Beispiel in gewissen anderen Ländern, kann dann auch vielleicht schnell mal kippen
in die eine oder andere Richtung. Jetzt aber diese Herausforderungen, die Sie erwähnen, die sind zum Teil in diesen Ländern auch mit verursacht, dass die Länder Mitglieder der Europäischen Union sind. Und die Europäische Union ist eine, ist ganz wichtig, ist nicht Europa. Die Europäische Union ist eine Institution, eine Vereinbarung, wie sich gewisse Länder entschieden haben, Probleme zu lösen, zu koordinieren innerhalb von Europa. Es gibt ganz viele Länder, die sind nicht Mitglied der EU. Und ich sehe gerade in letzter Zeit, dass gewisse Probleme eben auch vielleicht mit der, Personenfreizügigkeit, aber auch mit dem Euro, mit der Beschränkung der einzelnen Länder, gewisse konjunkturpolitische Maßnahmen zu ergreifen, das führt zu relativ großen Herausforderungen. Ich meine, Griechenland, Verschuldung jetzt von Italien. Früher hätte man, oder wenn jedes Land seine eigene Währung hat und seine eigene Politik macht, dann muss man nicht so viel darüber diskutieren, weil wenn ein Land wie Italien jetzt relativ viele Schulden macht, dann wird halt einfach die Währung abgewertet. Aber das geht jetzt nicht mehr und darum wird da viel diskutiert. Und in der Schweiz könnte man sagen, natürlich sind wir stark betroffen durch die EU-Politik, aber in der Schweiz ist es schon so, dass wir jetzt natürlich immer stark herausgefordert sind, wie wir dieses Zusammenleben mit der EU organisieren wollen. Und vielleicht zum Buch von Rosinen und anderen Spezialitäten, Beat Spierig und mich, wir haben beide das Buch geschrieben, es hat uns immer aufgeregt und es regt uns heute noch auf, wenn es heißt, die Schweizer sind Rosinenpicker. Ich meine, man kann genauso sagen, auch die EU ist eine Rosinenpickerin. Sie macht Angebote, wie wir gewisse Märkte öffnen können. Sie sagt, wir wollen ein Paket, das aber nicht alles mit beinhaltet, sondern einen Teil. Und wir sagen dann, nein, für uns ist die wirtschaftliche Integration wichtig, aber die politische nicht so. Und deshalb dieser Obertitel von Rosinen und anderen Spezialitäten. Und das Buch ist übrigens auch schon in der Nahrungsmittelabteilung gelandet, als Kochbuch. Aber das ist eigentlich noch originell. Jetzt, um vielleicht, wenn ich darf, hier vielleicht anzuschließen und die eine wesentliche Schlussfolgerung dieses Buches auch im Hinblick jetzt auf diese Beziehung Schweiz-EU anzumerken, dann ist es so, dass wir eigentlich grundsätzlich sagen, ein Land wie die Schweiz, wenn ich darf, dass man ein Land wie die Schweiz, wenn sie nicht Mitglied sind, dann ist es immer so, dass sie als Outsider in einer gewissen Weise schlechter gestellt werden, diskriminiert. Das heißt, wenn sich gewisse Länder zusammentun, ihre Märkte integrieren, Güter, Dienstleistungen, dann haben sie einen Nachteil. Die Firmen in einem Land wie der Schweiz haben einen Nachteil gegenüber deutschen Firmen, wenn die deutschen Firmen können viel einfacher exportieren in Richtung andere EU-Länder. Und die Schweizer Firmen haben einen Nachteil. Deshalb besteht ein großer Druck, dass wir hier immer wieder versuchen, den Marktzugang zu erwirtschaften, den Marktzugang zu vereinfachen. Und Sie wissen alle, wie wichtig dieser Markt für uns als kleines Land ist. Aber gleichzeitig sagt eben die EU, ja, da sind wir offen, aber erstens muss es alles sein, oder es müssen diese vier Freiheiten sein, Güter, Dienstleistungen, Personen und Kapital. Das übrigens theoretisch gibt es hier keinen Grund, warum man diese vier Dinge verbindet, also aus außenhandelstheoretischer Sicht gibt es da keinen Grund, aber man kann das machen, man kann natürlich sagen, wir wollen das, aber gleichzeitig sagt die EU dann auch, gleichzeitig müsst ihr gewisse Rechte abgeben, ihr müsst auch etwas politisch integrieren. Und das ist etwas, was der Schweiz ganz speziell schwerfällt,
weil wir eben dieses spezielle politische System haben, wo die, das eben den Bottom-up-Ansatz stärker betont als innerhalb der einzelnen Länder, die dann eben auch die EU-Mitglieder deshalb etwas weniger Mühe haben, eben sich einem Top-Down-Approach auszusetzen, weil sie den ja selber auch national relativ stark verankert haben. Und deshalb ist eigentlich die Schlussfolgerung, dass ein EU-Beitritt, aber natürlich auch alle anderen Formen, die immer wieder etwas die politische Integration verstärken, dass eigentlich das für die Schweiz viel mehr kostet als für die anderen Länder. Und wir haben mal eine Schätzung gemacht, und zwar eben nicht kostet im Sinn, also es kostet erstens viel, weil wir glauben, dass wir durch dieses System eine bessere Politik, eine bessere Wirtschaftspolitik machen. Das ist sehr schwierig zu messen. Aber es ist eben auch für die Leute sehr wichtig, dass sie diesen Bottom-up-Approach, dass sie letztlich hier relativ viel Einfluss haben. Und wir haben da nicht das, was Herr Kappeler heute jetzt betont hat, sondern vor allem diese direktdemokratischen Rechte versucht, etwas den Wert dieser direktdemokratischen Rechte zu messen und sind auf einen Betrag gekommen, aufgrund einer ökonomischen Analyse, die aufgrund von Daten, die von anderen Ökonomen einmal erarbeitet wurden, und der Wert, den wir geschätzt haben, war, dass die Leute die direkte Demokratie etwa 86 Milliarden pro Jahr wert ist. Und wenn man das auf, dann haben wir gesagt, ja gut, vielleicht nach 10 Jahren gewöhnen sich die Leute etwas, aber dann sind es immer noch 860 Milliarden. Und das gibt einfach einen, die Zahl ist nicht wichtig, die Zahl könnte man jetzt diskutieren, ist es mehr oder weniger, aber es ist ein großer Betrag, der letztlich hier zusammenkommt, und wir haben das dann auch eben im Buch auch etwas gezeigt, wie wir das berechnet haben. Wir hatten dann Glück, dass die Basler Zeitung uns gefragt hat, können wir einen Vorabdruck bringen des Buches? Und wir sagten, das ist sicher schön, wenn wir da eine ganze Seite schreiben können über das Buch. Und am Morgen, als ich dann zur Arbeit ging, stand beim Kiosk auf einer Seite ganz groß, die Demokratie ist Milliarden wert. Und ich muss sagen, das war das erste Mal in meinem Leben, dass irgendetwas, was ich beschrieben habe, auf der ersten Seite einer Tageszeitung erschienen ist. Aber ich dachte in einem ersten Moment, ist es vielleicht etwas übertrieben? Aber nein, es ist nicht übertrieben. Ich glaube, das ist für mich der Hauptgrund, warum die Schweiz bisher sehr rational nicht EU-Mitglied geworden ist. Und Herr Kappeler hat jetzt noch einen zusätzlichen Grund erwähnt, den man auch noch beziffern könnte, oder der indirekt vielleicht sogar in dieser Zahl drin ist. Und es zeigt auch, warum wir uns zu Recht natürlich jetzt sehr stark darüber unterhalten, wenn immer wir uns etwas mehr politisch integrieren müssen, um uns wirtschaftlich auch etwas mehr zu integrieren können. Und das ist, denke ich, das ist die grundsätzliche Herausforderung, mit der wir uns natürlich viel mehr befassen müssen als Länder, die eben eher diese Tradition des Top-Downs praktisch in den Genen haben. Dankeschön. Also kann man ja wahrscheinlich schon die Schlussfolgerung ziehen, wenn uns vorgeworfen wird, wir würden Rosinen picken, wenn es auf der anderen Seite 86 Milliarden kosten, kann man kaum mehr von Rosinen sprechen, die man von dort haben will. Herr Kappeler, wie beurteilen Sie das, dass zu diesen Modellen, die Sie geschildert haben, deren Funktionsweise Sie uns erklärt haben, dass eine Opposition im Wachsen ist, die Entwicklung scheint noch nicht zu Ende gekommen zu sein. Was geht da vor? Verstehen die Leute nicht mehr, was diejenigen, die den Einfluss haben, was die machen? Was ist der Grund, dass sich das so derart auseinanderentwickelt? Also die Leute in Europa? Ja. Ja. Es sind sicher
EU-spezifische Pflichten, welche diese Länder übernehmen oder aufs Auge gedrückt bekommen. Es sind andererseits auch durchaus einzelstaatliche Fehler. Das vorweg gleich ganz schnell. Spanien hat Autonomie für die Regionen, für alle, aber völlig unterschiedlich. Andalusien hat ein anderes Regionalstatut als Katalonien und so weiter. Und Katalonien möchte nun austreten oder noch unabhängiger innerhalb Spaniens werden und beruft sich auf diese und jene Freiheiten. Also Spanien hat eine krass ungenügende föderale Struktur, die nicht gleichgewichtet ist nach den Regionen und so weiter. Und es hat auch kein Austrittsrecht, das formuliert ist. Das heißt, die, also für mich ist diese Kriminalisierung der katalanischen Befürworter eines Austritts ist schreiend, aber das sind innerspanische Probleme. England hat jetzt gerade auch eben mit der ganzen Brexit-Debatte und den schottischen Unabhängigkeitsbestrebungen und dem Problem Nordirland auch gezeigt, dass England nationalspezifische Schwierigkeiten hat. England hat sich nie richtig föderalisiert. Zwar haben eben die Walliser, die Schotten und die Nordiren eine gewisse lokale parlamentarische Konferenz, aber England hat keine, also Rest-England, wenn man so will, hat kein eigenes Parlament, sondern das Londoner Parlament ist gleichzeitig das Parlament, von United Kingdom, wie auch von Rest-England ohne diese Regionalparlamente. Kurz, das ist auch ein Problem, dass das dieser Einzelstaat nicht gelöst hat und so weiter. So gibt es verschiedene solche Einzelprobleme. Italien hat jetzt sehr weitgehende Regionalstatute für Aosta, für Friul und Südtirol. Die kriegen alle Steuergelder zurück aus Rom nach einer gewissen Zeit, kriegen sie alles zurück, was sie einbezahlt haben. Alles, aber nicht Sizilien, nicht die Toskana, nicht Umbrien. Also das sind auch Probleme, die zu nationalen Sprengsätzen. Also das ist sicher eine der möglichen Erklärungen für die Unzufriedenheit. Und die andere ist natürlich eben das EU-spezifische. Die EU setzt Sachen durch, die zum Teil ja dann in den Zeitungen eher als lächerlich bezeichnet werden. Das war seinerzeit die Bananenkrümmung, die ist jetzt eliminiert. Es sind solche Dinge, wo plötzlich die Staaten gezwungen werden, ganz widersinnige Dinge zu tun. Tiefer geschürft aber muss man sagen, dass eben die Gründung des Euro zum Beispiel wirklich den Staaten aufs Auge gedrückt wurde. Der Vertrag von Lissabon wurde zuerst, weil es eine Verfassungsbezeichnung hatte, von den Franzosen und den Dänen abgelehnt. Und nachher hat man einfach gesagt, ja, das ist nur ein Vertrag, es braucht überhaupt keine Abstimmung mehr, Punkt, Schluss. Die anderen Länder zum Beispiel, wie Schweden oder Dänemark, die über den Euro abstimmen konnten, weil es ihre nationalen Regierungen zuließen, haben den Euro abgelehnt. Die anderen Länder konnten nicht darüber abstimmen. Also dieses Gefühl, etwas übergezogen bekommen zu haben, das man eigentlich nicht wollte oder mindestens nicht dazu gefragt wurde, das beschlägt nun mehr und mehr verschiedene Dinge. Das Neueste ist natürlich neben der Währung und die Migration. Die eigenmächtige Erklärung der Kanzlerin Deutschlands hat eigentlich Schengen und Dublin zerstört, wie auch weitgehend überhaupt den Grundsatz der Freizügigkeit, wie wir von Macron jetzt gerade erfahren. Dieses eigenmächtige Vorgehen ist national veranlasst worden, hat aber eigentlich die innere Freizügigkeit und Asylpolitik der EU aus den Angeln gehoben. Dann kommt dazu, dass vieles dilettantisch gemacht worden ist, zum Beispiel das Erstasylabkommen. Wenn man sagt, die Asylbewerber müssen in jenem Land behandelt und definitiv behandelt oder zurückgewiesen werden, wo sie an Land gehen, dann ist das eben nicht Dänemark, dann ist das immer Italien oder Griechenland, Punkt. Und so zu tun, als ob das nun gelte und kein Problem sei, und dann mit den Balkanstaaten und Ungarn und Tschechien und Bulgarien und Rumänien schimpfen, weil sie in Angst vor diesem Erstasylprinzip die Grenzen schon unten zumachen mit Stacheldraht, das sind ungenügende, durchgedachte Dinge. Und die Europäische Währungsunion, der Euro ist auch ungenügend durchgedacht. Der Nobelpreisträger Mandel hat ganz klar 1961, ich habe bei dem noch Kurse gehabt in Genf, 1961 schon hat er festgehalten, eine Währungsunion geht nur mit großem zentralem Ausgleichstopf
und völliger Bereitschaft der einzelnen arbeitslosen Arbeitnehmerschaften in verschiedenen Ländern, wo eine Krise ist, auszuwandern. Es müssen also alle Süditaliener müssen Taxifahrer in Düsseldorf werden. Dann funktioniert eine Währungsunion und sonst nicht. Und Europa ist viel zu kulturell unterschiedlich veranstaltet durch die Geschichte und Gegenwart, als dass eben diese zwei Bedingungen erfüllt sein können. Und es ist recht eigentlich gepusht worden mit der ganzen EU, weil eben der politische Drang zu einigen bei den maßgeblichen Politikern derart stark im Vordergrund stand. Da hat man hat dann auch das schöne Wort geprägt, never waste a crisis. Also wenn es Krisen gibt, umso besser, dann können wir den nächsten politischen Schritt machen, um diese Krise in den Griff zu bekommen und zu versprechen, man bekommt sie gepusht. Das ist noch ein Nebenhobby meiner Autorentätigkeit. Hat man auch mit Westafrika. 14 Länder Westafrikas sind im Euro. Kongo, beiden Kongos, Kamerun, alle ehemaligen französischen Kolonien sind im Euro, 1:1. Mit dem CFA-Franc wurden sie zu Kolonialzeiten 1:1 mit dem französischen Franc gehalten. Die Währungsreserven dieser Länder, falls überhaupt vorhanden, liegen großenteils in Paris. Sie können nicht abwerten. Und dann 1999 ist einfach der französische Franc mit dem ganzen Schlepp an afrikanischen Währungen in den Euro eingetreten. Jetzt haben sie zu hohe Währung. Die Importe aus ihren direkten Konkurrenzländern Asien, die immer laufend abwerten und abwerteten in den letzten 20 Jahren, zu einer Importschwemme gemacht. Es verunmöglicht eigene Produktionen, weil sie nicht produzieren können, dass sie zu teuer sind, müssen ihre Rohstoffe, die reichlich vorhanden sind, billigstens einfach als Rohstoffe exportieren, können sie nicht verarbeiten. Und schließlich kann die Oberschicht das Geld, das sie rafft, zu Höchstkursen in Paris auf die Banken bringen. Und das hat Millionen von jungen Westafrikanern in die Flucht durch die Sahara und übers Mittelmeer getrieben, und die Augen vor dem zu verschließen, ist einfach unglaublich. Und der Einzige, der neben mir, der Einzige, der wirklich in Europa kürzlich darauf hingewiesen hat, ist Salvini und hat gesagt, le Neokolonialisme de France est insupportable. Also, dass der Neokolonialismus Frankreichs ist untragbar, und Monsieur Macron war höchst betuft. Höchst betuft, dass man so etwas Grobes ihm vorwerfen kann. Aber es wurde gepfuscht, man hat das nicht über Nacht. Kamerun als ehemalige deutsche Kolonie bis 1914 ist im gleichen Währungsverbund wie der Weltexportmeister Deutschland. Das sind Puschereien, die gemacht worden sind, die mit anderen, zum Teil eben unglaubwürdigen Regulierungen, den Mitgliedsländern nun als Pflicht, als aus Brüssel anzunehmende Pflicht verordnet werden, von den nationalen Regierungen eben durchgedrückt werden, weil sie ja in der Pflicht stehen, gegenüber den selbst in den Ministerräten mitgetragenen Verfahren. Und ich schließe gleich noch mit einem Punkt, der in den Brexit-Verhandlungen auch ganz klar und im Rahmenabkommen mit der Schweiz ganz klar zutage trat. Die geltenden Regulierungen der EU, der ACI, auf sämtlichen Gebieten ist aus sehr, sehr vielen solchen Querkompromissen in den verschiedenen Ministerräten jahrzehntelang entstanden. Und deshalb kann die EU bei Verhandlungen mit Brexit oder im Rahmenabkommen nicht vorwärts und nicht zurück, weil sonst alle Mitgliedsländer sagen würden, ja, mein Gott, wir Franzosen, wir Dänen haben bei der Landwirtschaftsproduktion etwas nachgegeben, jetzt sollen die Engländer, sollen die Schweizer da plötzlich Vorteile haben, die wir eigentlich aufgegeben haben, oder die, was weiß ich, Auto-, Metallindustrie, Elektroindustrie, Pharmaindustrie und so weiter. Die EU kann nicht vorwärts und nicht zurück. Und deshalb verlangt sie, und das ist mein letzter Satz, nicht freihändlerische Abkommen, also Drittlandstatus für jemand, der wie Japan übrigens mit der EU ein Freihandelsabkommen macht, mit der Schweiz und mit England, sondern sie will integrative Abkommen, dass diese Länder zwar den Freihandel genießen werden, aber gleichzeitig, Herr Weder hat es gesagt, integriert sein müssen in den künftigen Gesetzgebungsprozess der EU, damit hier der Dampfroller eigentlich automatisch auch übernommen werden muss, da ja diese Länder nicht künftig in den Ministerräten sitzen werden. Mhm. Ja, danke. Danke.
Danke für dieses hochinteressante Votum. Ich gehe davon aus, dass sehr viele Zuschauer auch hier jetzt das zum ersten Mal hören, was da mit dem Anhängsel oder mit den Anhängseln Frankreichs in Afrika, was das für eine Rückwirkung hat auf Europa. Ja. Sie wollten noch rasch etwas ergänzen? Ja, also das, was Herr Kappler gesagt hat, das ist natürlich richtig. Das bedeutet eben noch mehr, dass die EU nicht Europa ist. Und das ist ja das, die EU, wenn immer Spitzenfunktionäre sich äußern, sagen sie, wir Europa, wir haben gesagt, oder? Das heißt, die EU deckt nicht ganz Europa ab. Es gibt etwa ein Drittel der Länder Europas, die nicht Mitglieder der EU. Und es kommen viele Länder dazu, die indirekt verbunden sind mit der EU, die außerhalb von Europa sind. Das heißt, das ist sicher ein wichtiger Punkt, haben wir übrigens in dem Buch auch erwähnt, mit dem Titel eben, die EU ist nicht Europa. Und jetzt kann man sagen, ja gut, das ist spitzfindig, aber ich denke, das ist wichtig, oder? Jetzt vielleicht nur ein Satz zu dem, was Herr Kappler gesagt hat mit dem Euro. Es gibt natürlich Leute, die würden sagen, es ist doch eine super Sache, dass wir den Euro haben, oder? Und zwar gar nicht so jetzt ökonomisch, sondern eher politisch. Wir müssen irgendwie weltweit eine starke Währung haben, wo später dann die ganze Welt investiert. Wenn wir keine Währung haben, sind wir niemanden, oder? Niemand. Und deshalb wurden hier halt die ganzen Probleme, auf die Ökonomen hingewiesen haben, wurden hier nicht prioritär gesehen. Aber es gibt schon Argumente, wo man sagt, na, wir wollen eben, unser Ziel ist langfristig der United States of Europe und irgendwann werden wir es sein und jetzt machen wir doch eine Währung und dann werden wir es dann wirklich einmal sein. Und das ist natürlich ein anderes Argument und da kann man dann sehr viele Kosten einfach akzeptieren, weil man so ein Ziel hat. Aber die Probleme, die haben wir jetzt erlebt und ich glaube auch, dass die Entwicklung am Schluss so sein könnte, dass der Euro dazu führt, dass die EU eben viel mehr eine Hypothek mit sich schleppt, als sie das eigentlich hätte machen müssen, wenn wir nur primär darüber reden, dass wir eigentlich die Märkte etwas gegenseitig öffnen wollen. Stichwort Märkte, Herr Reisel. Wir haben vorher gehört, wir hätten gewisse Nachteile, also die Schweizer Wirtschaft hätte gewisse Nachteile beim Marktzugang aufgrund des Nicht-Integriertseins in die politische Europäische Union. Sie als Praktiker, wie beurteilen Sie diese Nachteile? Sind die gewichtig, sind die existenziell? Müssen die den Entscheid wesentlich mitbestimmen, den wir zu treffen haben zur EU? Zunächst möchte ich dem Publikum eine Frage stellen zu diesem Thema. Nur um zu wissen, sind wir auf dem gleichen Wissensstand, auf dem gleichen Informationsstand oder nicht? Die Frage, die ich Ihnen stellen will, ist, wissen Sie, wieso wir unsere 95% unserer Industrieprodukte zollfrei in die EU exportieren können? Wissen Sie, welches Abkommen uns diesen Zugang zum EU-Markt garantiert? Wer weiß das? Ja, bitte. Wie? Die EFTA. Die EFTA, andere Antwort? Freihandelsabkommen, ja? Ja, und WTO. Also, ja, jemand hat gesagt WTO. WTO, ja, natürlich auch. Niemand hat jetzt gesagt Bilaterale, das sagen viele, sagen, es ist wegen den Bilateralen. Wobei eben Bilaterale, das ist dann wieder, das müsste man dann ausdeutschen, was damit gemeint ist, weil es sind mindestens drei Bilaterale, wenn man Bilaterale sagt. Bilaterale 1, das ist ein Paket, dann gibt es die Bilateralen 2, auch ein Paket. In Bilateralen 1 ist die Personenfreizügigkeit dabei und dann gibt es die Bilateralen mit kleinem B geschrieben. Das sind alle Abkommen mit der EU, sind bilaterale Abkommen, das heißt zweiseitige Abkommen. Also,
ich sehe, dass da ein gut, doch relativ guter Wissensstand da ist. Aus meiner praktischen Erfahrung, das, was uns den Zugang gibt zur EU, zum EU-Markt, ist das Freihandelsabkommen. Und das Freihandelsabkommen wurde 1972 abgeschlossen und ist heute noch voll gültig. Das ist, was uns den Zugang zum EU-Markt garantiert. Und dieses Freihandelsabkommen ist jetzt in Gefahr, weil mit dem vorgeschlagenen Rahmenabkommen würde das Freihandelsabkommen dem Rahmenabkommen unterstellt. Und was heißt das? Das heißt, dass wir dann auch in Bezug auf Freihandel EU-Recht übernehmen müssen, dass das EU-Gericht entscheidet am Schluss, also dieses Schiedsgericht ist ja ein Scheingericht. Und dazu kommt noch, dass dann auch das Freihandelsabkommen der neuen Guillotinen-Klausel, die dann beim Rahmenabkommen dabei sind, unterworfen sein wird. Heute ist das Freihandelsabkommen ist im Rahmen der WTO, der World Trade Organization, ist dort begründet. Das heißt, rechtlich ist die WTO zuständig, falls es Konflikte gibt zwischen der EU und der Schweiz. Das ist eine neutrale Stelle. Hingegen, wenn das Rahmenabkommen unterzeichnet wird, dann ist dann nicht mehr die WTO zuständig, sondern dann ist der Europäische Gerichtshof, der EU-Gerichtshof ist dann zuständig. Das ist wie bei einem Fußballspiel, dann ist der Schiedsrichter, der von der anderen Mannschaft ernannt worden ist, oder ernannt wird, der ist dem zuständig zu sagen, ob das ein Goal war oder nicht. Also das ist ja das ist ja das Dümmste, was man machen kann. Das zum Thema Zugang zum EU-Markt. Und wie gesagt, es funktioniert sehr gut. Wir haben einen gemischten Ausschuss beim Freihandelsabkommen. Die kommen zusammen jährlich und Sie können die Protokolle online lesen. Das letzte Mal war, glaube ich, im November oder Dezember des letzten Jahres, kamen die zusammen. Das kommt dann jetzt wieder, kommt die Sitzung. Und da wird jetzt seit 1972 in jeder Sitzung, Sie können alle Protokolle nachlesen, wird gesagt, das Freihandelsabkommen funktioniert sehr gut für beide Seiten. Übrigens exportiert die EU dank diesem Freihandelsabkommen mehr in die Schweiz als wir in die EU. Also ist es eigentlich ein Rosinenpicken für die EU. Und dieses Freihandelsabkommen muss gar nicht ersetzt werden. Es braucht kein Rahmenabkommen. Das ist alles, was wir brauchen, ist dieses Freihandelsabkommen, das sollte weitergeführt werden. Es gibt keinen Grund, irgendetwas da zu ändern. Beide Seiten geben ja zu, dass es gut funktioniert. Also mit anderen Worten, ist eines der attraktivsten Ämter, in diesem gemischten Ausschuss zu sitzen. Kurze Sitzung, langer Apero und ausgiebiges Mittagessen anschließend. Urs Vögeli, ich meine, wir haben jetzt in ganz verschiedenen Bereichen zumindest die Stichworte erhalten, was für unglaubliche Probleme sich stellen mit diesen zentralistischen Lösungen, die man durchsetzen will in der Europäischen Union. Ich meine, jemand, der mit der direkten Demokratie lebt und dort sein Gewicht persönlich einbringt, Dem muss es ja zu sprechen beginnen, wenn er das zur Kenntnis nimmt, in welchem Ausmaß er gebunden ist für wichtigste Fragen. Ich meine, ist zweifellos der Euro ist die wichtigste Frage. Der Schweizer Demokrat in der direkten Demokratie, was geht denn da dem durch den Kopf? Ja, es ist ja klar, dass es nicht kompatibel ist und das hat beispielsweise auch ein Rechtsgutachten, das vor dem Sommer erschienen ist, von Professor Glaser gezeigt. Also er hat untersucht, ob das Rahmenabkommen dem obligatorischen Referendum unterstellt werden sollte oder nicht. Weil es könnte auch dem fakultativen Referendum unterstellt werden oder vielleicht sogar gar keinem Referendum unterstellt. Das entscheidet das Parlament abschließend.
Und er ist aus verschiedenen Gründen ist er ja zum Schluss gekommen, es muss dem obligatorischen Referendum unterstellt werden. Und ein großer Aspekt ist, dass das Initiativrecht und das Referendumsrecht nicht mehr im selben Ausmaß wahrgenommen werden kann und beschnitten wird mit dem Rahmenabkommen, weil wir nachher nicht mehr frei sind. Selbst das Parlament ist nicht mehr frei. Also auch das Parlament gibt eigentlich seine Legislativkompetenzen ab mit dem Rahmenabkommen. Und ich meine, dann spielt es, dann sind wir bei der Frage der Demokratie und natürlich auch bei der direkten Demokratie. Aber dann muss man selbst, wenn man ein Mindestmaß noch von Demokratie wünscht, muss man sich Fragezeichen stellen. Und ich komme noch zur vorherigen Frage. Ich meine, in vielen Ländern, ob jetzt die EU beteiligt ist oder ob innerstaatliche Probleme sind, das Problem ist doch die Ohnmacht, die Politikverdrossenheit. Die Leute haben doch das Gefühl, ich kann nichts mehr bewirken, ich kann nur alle 4 Jahre abstimmen und dann machen sie sowieso, was sie wollen. Wir können Abstimmungen machen, wie im Fall Brexit oder wie im Fall Katalonien auch, und dann wird das nicht umgesetzt. In der Schweiz haben wir die Anzeichen auch schon. Und zwar auch wegen Verträgen mit der EU. Das heißt, das ist ja das Kernproblem. Und dann finde ich schon, dass wir halt mit der direkten Demokratie ein etwas extrem Wertvolles haben, dass die Leute eben mitbestimmen können, dass ich über Staatsfragen viermal, also ich muss das einem amerikanischen Kollegen erklären, dass immer hin und wieder, wie unser System funktioniert. Ich meine, es ist wirklich extrem, wir können viermal im Jahr auf nationaler, oft kantonaler, sogar Gemeindeebene stimmen wir über Sachfragen ab. Das ist crazy eigentlich. Und das macht doch, dass man sich auch vertreten fühlt und dass man dann nachher eben nicht, dass der Protest nicht auf die Straße muss, dass der Protest eben dann nicht gewaltsam umschlägt. Das ist auch ein Ventil. Die Politik kann nicht von sich aus Probleme unter den Deckel halten, weil dann halt Initiativen kommen, weil aus der Bevölkerung raus Ideen auf das politische Parkett kommen können, die sonst weg sind. Personenfreizügigkeit, das ist ja das, was eben bei vielen anderen Ländern dann irgendwie, man versucht das unter dem Deckel zu halten, man schmiedet irgendwelche so Kompromisse, Querverbindungen, aber bei uns kommt dann dieses Thema aufs Tapet und es gibt eine Abstimmung, eine Debatte, eine Diskussion, groß angelegt. Und das ist ja eigentlich dann die Lösung auch für dieses Problem bei uns. Und wenn wir das abgeben mit dem Rahmenabkommen, dann verändert sich dann die Kultur und dann nimmt dann das Top-Down eben wirklich massiv zu. Inklusive Details, dass es viel mehr Stellen gibt für Beamte, die reisen können. Das Parlament hat man ja noch eingekauft im Rahmenabkommen. Die haben jetzt dann auch mit im Rahmenabkommen richtig geschrieben, dass sie dann auch einen neuen gemischten Ausschuss machen mit dem Parlament. Das heißt, die können dann auch nochmal nach Brüssel reisen. Es gibt viele Gremien, die eingeführt werden. Spannendes Detail, ich glaube heute war es irgendwo in den Medien, bei den Gewerkschaften gibt es inzwischen einen Abweichler. Die Gewerkschaften sind ja gegen das Rahmenabkommen. Der VPOD hat sich zum Rahmenabkommen gestellt, aber das ist ja der Verband der Verwaltungsbeamten. Und dass die natürlich für das Rahmenabkommen sind und natürlich nicht die Vertretung sind der klassischen Arbeiter und Bürger, ist auch klar. Das heißt, die profitieren, auch wieder dort die Top-Down-Akteure profitieren, dass die sich dann natürlich für das Rahmenabkommen ausstellen, ist auch klar. Und somit gilt es für mich als Demokrat und mit unserer direkten Demokratie also unbedingt zu verhindern. Und wir setzen auch mit unserem überparteilichen Komitee gegen den Schweizer EU-Beitritt alles daran, dass dieses Rahmenabkommen an der Urne versenkt wird. Natürlich könnte man sagen, es wäre natürlich, die Übung müsste man eh abbrechen, aber es wird darauf hinauslaufen, dass wir letztendlich darüber abstimmen müssen. Und so kämpfen wir an allen Fronten, dass wir das dann schaffen. Ja, Sie erhalten gleich das Wort noch, Herr Kappeler. Nachher gebe ich dann für eine erste Runde einmal für zwei, drei Fragen ins Publikum. Persönlich verzichte ich jetzt auf die Frage, ob das kommende Vielflugreglementiergesetz, das da angekündigt ist, ob das dann auch für Beamte gelten wird oder ob die ausgenommen sind. Herr Kappeler, Sie möchten noch etwas beifügen. Ja, ich wollte noch
zum Problem der Volksrechte sagen, die Volksrechte sind seit Beginn eigentlich der Politologie, seit 200 Jahren immer wieder angefochten durch politische Meisterdenker, weil, und heute sagt man dem auf Englisch, the winner takes all. Also es wird von vielen gesagt, das ist ungerecht, Volksabstimmungen zu machen, 51% im Extremfall diktieren den anderen 49, Differenzierungen kommen nicht zur Sprache. Da möchte ich einfach darauf hinweisen, dass eigentlich auch da einmal die Schweiz noch als Beispiel vorgeführt werden darf. Denn wir haben bei Referenden die Volksmehrheit und sonst nichts. Hingegen bei Initiativen haben wir die föderale Mehrheit der Kantone und eben die Volksmehrheit, also das doppelte Ja oder Nein, das gilt. Und das ist außerordentlich entscheidend. Beim Brexit zum Beispiel toben heute die Schotten, die Nordiren sind auch nicht begeistert, weil eben keine regionale Austarierung des Entscheids in England gemacht wurde. Hätte England auch eine Art, dass Sussex kennt, dann aber auch Northumberland und Schottland und Nordirland und Wales zustimmen müssen oder Mehrheit dieser Regionen zustimmen muss und das Volk, dann wäre die Sache viel weniger umstritten. Und das muss man auch sehr vielen Demokratieskeptikern in Deutschland immer wieder sagen. Es geht nicht darum, einfach nur immer 51% Entscheide zu haben, sondern es braucht eine föderale Austarierung, die Deutschland ja auch bieten könnte mit den Ländern, die sie im Bundesrat haben, aber eben nicht diskutieren bezüglich Volksrechte. Es braucht diese föderale Austarierung. Und dann ist es eben nicht ein Winner takes all, sondern es ist schon viel, viel differenzierter, auch schwieriger, eine Initiative durchzubekommen. Referendum dagegen, damit wirft man etwas in den Kübel. Und das sind 51% Mehrheiten. Richtig, man will es nicht. Und nachher beginnt ja wieder der ganze demokratische Prozess. Ja, was will man dann? Und dann ist wieder Parlament, Regierung und Volk wieder am Drücker, das Volk mit doppelter Mehrheit. Also insofern ist das eine politologisch ganz verführerisch saubere Sache, diese doppelte Mehrheit in Volksrechten zu haben. Also ich möchte jetzt doch noch sagen, machen wir es uns auch nicht zu einfach. Die Frage ist nämlich, es ist ja nicht so, dass wir autark sind. Wir haben, wie es gesagt wurde, wir haben einen intensiven Austausch mit der EU. Wir haben die Abkommen, die existieren, und da gehört auch das Personenfreizügigkeitsabkommen dazu. Und der Handel ist heute, wenn er beschränkt wird, dann ist das nicht mehr aufgrund von Zöllen, sondern wenn schon aufgrund von nicht-tarifären Handelshemmnissen, eben zum Beispiel die Produktekonformität. Was ich jetzt einfach auch noch betonen möchte, ist, wenn wir jetzt das Rahmenabkommen bewerten, da müssen wir es schon sehr genau anschauen. Und die Frage ist einfach, und ich finde es sehr wichtig, dass wir sehr intensiv darüber diskutieren. Aber die Frage ist, stehen wir besser da mit oder ohne? Wenn wir ohne Rahmenabkommen weiterhin mit der EU kutschieren, dann müssen wir uns dann auch fragen, ja, was wird passieren, wenn die Personenfreizügigkeit vielleicht doch einmal aus unserer Sicht etwas beschränkt werden soll. Oder was passiert, wenn die EU dann sagt, ja gut, also diese Güter, die wir jetzt bisher immer im medizinischen Bereich, die wir immer so, wo wir dieses Abkommen haben, da werden wir jetzt nicht einfach weiterhin dieses vereinfachte Zulassungsverfahren mit euch haben. Und dann stellt sich die Frage, wenn die EU in diese Richtung geht, sind wir besser daran, hätten wir ein Rahmenabkommen oder nicht? Was ich voll mit Ihnen einverstanden bin, ich habe nie verstanden, warum in diesem Rahmenabkommen zusätzlich zu den fünf Bereichen überhaupt über das Freihandelsabkommen gesprochen wird, über die Beihilfen. Und da wird im Moment auch noch abgeklärt, wie wichtig das ist. Aber so der institutionelle Teil des Rahmenabkommens, den finde ich ehrlich gesagt mit dem Schiedsgericht gar nicht so schlecht. Aber darüber wird politisch sehr wenig diskutiert.
Oder noch eine Ergänzung von Herrn Reiser? Ja, nur kurz. Also, diese Themen, die Sie jetzt erwähnt haben, die werden jetzt übertrieben von Seite der Economist Suisse und so weiter vorgebracht. Die nicht-tarifären Handelshemmnisse, da geht es um die Zertifizierung der Produkte. Das ist überhaupt kein Problem. Die Schweizer Produkte können, auch wenn das Abkommen weg wäre, können in der EU zertifiziert werden. Das geht ohne Problem, ist sogar billiger als in der Schweiz. Und die Schweiz kann ja entscheiden, die EU-Zertifizierung auch für die Schweiz zu akzeptieren. Also das Problem kann ganz einfach gelöst werden. Das mit den medizinischen Produkten kann auch ganz leicht gelöst werden. Da gibt es sogar einen Artikel im Tagesanzeiger, dass die EU ändert jetzt die Bestimmungen über die Zulassung, über die Zertifizierung von Medizinalprodukten. Aber gleichzeitig hat die EU akzeptiert die Zertifizierung von FDA in USA. Also müssen die Schweizer, die sowieso ihre Produkte in USA verkaufen, mit der FDA-Zertifizierung können sie in die EU exportieren. Diese Punkte werden jetzt übertrieben von den Gegnern, also von den Befürwortern des Rahmenabkommens. Dazu braucht es kein Rahmenabkommen, das geht auch ohne. Also, Sie sehen, die Diskussion nimmt zu, der Bedarf zu sprechen nimmt zu. Jetzt machen wir zwei Fragen aus dem Publikum. Wer möchte sich melden? Bitte sprechen Sie aber erst, wenn Sie das Mikrofon haben, damit es alle verstehen. Das ist der Herr hier in der Mitte. Nimmst du das Blaue? Da? Das kommt damit. Ja, dann schauen Sie gerade gegen das Publikum. Also ich wollte Ihnen einfach sagen, es gibt ein EU-Komplott und das hat Herr Professor Karl Baudenbacher in einem Buch beschrieben. Und unser Problem mit dem Rahmenabkommen ist, da wurde vom EDA ganz bewusst zu einer Art Lösung hingearbeitet, die letztlich den Vollbeitritt der Schweiz zur EU und auch zum Euro zum Ziel hatte. Das aber will das Schweizer Volk nicht. Und darum sage ich, wenn wir als souveränes Volk, wenn wir dieses Rahmenabkommen abgelehnt haben, und da bin ich überzeugt, das wird der Fall sein, dann müssen wir uns fragen, was wollen wir hinterher? Und da lässt uns die EU durchaus Spielraum. Das heißt, es wäre möglich, als EFTA-Mitglied dem EFTA-Gerichtshof beizutreten und unsere Rechtsstreitigkeiten, eben zum Beispiel, wenn wir eine andere Lösung beim Freizügigkeitsabkommen wollen mit der EU, das am EFTA-Gerichtshof beraten zu lassen. Und der EFTA-Gerichtshof ist dem EU-Gerichtshof gleichgestellt. Und so hätten wir auch kein Problem mehr damit, dass diese European Free Trade Agreement Sache abgeschafft würde durch ein Rahmenabkommen. Wir hätten also alles, was wir heute als gut empfinden, hätten wir auch in Zukunft noch als unsere Gesetzgebung. Und wir hätten auch politisch gesehen weiterhin die Möglichkeit, direkt demokratisch in den politischen und gesetzlichen Prozess einzugreifen, auch wenn es sich um gesamteuropäische Fragen handelt. Gut, danke schön. Also bei der EFTA sind wir schon dabei. Also sprechen wir mal über die Personenfreizügigkeit. Ich meine, die Personenfreizügigkeit ist ja insofern zwiespältig. Sie ist erklärt worden, sie liegt theoretisch auf dem Tisch, sie ist die Ursache dafür, dass sich die Engländer aus der EU zurückziehen wollen. Das war auch dort die große Einwanderungswelle,
die das Ja zum Brexit ausgelöst hat. Jetzt hören wir von Frankreich, dass sie eigene Regelungen einführen wollen. Selbst Herr Seehofer hat gesagt, es würden jetzt die Grenzen kontrolliert und es könne von vieren könne nur einer reinkommen. Auch die Frage dann, wenn die anderen aber auch wollen, was geschieht dann, hat er gesagt, da können wir uns nicht wehren. Aber immerhin, es ist die umstrittene Frage. Es ist die umstrittene Frage auch in Osteuropa. Die wollen sich nicht, die wollen diese Masseneinwanderung, die zum Beispiel Deutschland erlebt hat, nicht auch erleben. Wie ist umzugehen mit dieser Personenfreizügigkeit? Erstens einmal durch die EU, das können wir nicht beeinflussen, aber wir können uns immerhin dazu äußern. Und zweitens, was bedeutet die Personenfreizügigkeit für die Schweiz? Wem darf ich da das Wort als Erstem erteilen? Man muss trennen zwischen der Asylbewegung und der innereuropäischen Freizügigkeit bereits etablierter EU-Bürger. Umstritten ist natürlich jetzt vor allem die Asylbewegung. Von dem Balkan, alle balkanischen Staaten eben haben ihre Grenzen mehr oder weniger geschlossen. Deutschland zögert in verschiedenen Bereichen auch, Frankreich hören wir, Skandinavien hat ebenfalls eindrücklich den Laden in verschiedener Hinsicht runtergelassen gegen Asylzuwanderung. Also insofern sind eben Schengen- und Dublin-Abkommen sind in Scherben, denke ich, und werden nicht so schnell wiederbelebt werden. Die Freizügigkeit bereits etablierter Bürgerinnen und Bürger, die ist nicht so sehr umstritten, war allerdings eben in England tatsächlich umstritten, weil sehr viele Osteuropäer einwanderten und England schon aus den früheren Kolonien ein gerütteltes Maß an Einwanderung kennt, das eben zu nicht mehr durchmischten Quartieren geführt hat, das andere Formen der Gruppenrechte begünstigt, nicht eingeführt hat, aber dass man eigene Familienrechte, eigene Kindesrechte, eigene Ehescheidungsrechte und so weiter aus diesen Ländern praktizieren möchte in solchen nicht mehr gemischten Quartieren. Und das wäre das Ende der republikanischen Gleichheit in Europa, für die wir doch einiges gekämpft haben. Also insofern glaube ich, die übliche Freizügigkeit in Europa, der bestehenden Europa, EU-Mitglieder und ihrer angeschlossenen, wie der Schweiz angeschlossenen Gebiete, ist insofern nicht so problematisch. Da finde ich, kann man mit der Durchsetzung republikanischer Gleichheit und Ausschluss von Gruppenrechten doch eigentlich sämtliche Missbräuche bewerten. Die Schweiz selbst hat enorme Freizügigkeit erlebt, weil sie ihre Wirtschaft, ihre Stellenangebote zu attraktiv sind. Es ist eine Situation wie vor 1973, wo die Schweiz auch viel zu attraktiv war und die Nationalbank hat den Schweizer Frankenkurs jetzt auf ein Niveau stabilisiert, das zu günstig ist und das zu dieser Massenzuwanderung geführt hat. Wir leben alle in einer absolut künstlichen, von der Nationalbank garantierten Sicherheit. Niemand muss den Job wechseln, weil Vollbeschäftigung herrscht. Die Unternehmer, das hat mir einer gesagt, ich kann jetzt auf Jahre hinaus, kann ich zu 1,10 offerieren, ist alles so sicher. Ist nicht sicher, aber er glaubt das. Die öffentlichen Einnahmen laufen und sprudeln wegen der Einwanderung und dem boomenden Arbeitsmarkt. Wir leben alle dispensiert von irgendwelchen Anpassungsreaktionen, dispensiert durch die Schweizerische Nationalbank, die mit dem ganzen Geld, das sie gemacht hat, noch unverschämte Anlagegeschäfte macht. Also das sind für mich die Problempunkte. Ich wäre für Freigabe des Frankenkurses, damit für wirtschaftliche Engpässe und Schwierigkeiten, wohlverstanden, wie 1973, als das Bruttoinlandprodukt um 8% innerhalb eines Jahres absank und 270.000 Leute auswanderten. Ich möchte nicht genau das, aber man muss nur sehen, wir laufen auf genau das zu, wenn einmal diese Barrieren brechen, die die Nationalbank mit ein paar Federstrichen um uns herum aufgebaut hat. Wenn man die Schweiz von heute betrachtet, dann kann man nicht bestreiten, dass es den Leuten gut geht. Aber man kann auch nicht bestreiten, dass wenn man dazu noch Zeitungen liest, dann kommen zunehmend Meldungen, es ist unsicher,
es könnte kippen, es melden sich neue Einwanderungswellen jetzt eher aus Schwarzafrika an, und nebst den Löhnen explodieren natürlich auch ganz gewaltig die Sozialhilfekosten, wo also jetzt einige Gemeinden vor Problemen stehen, die nicht einfach lösbar sind. Ich meine, hat einerseits die Haltung, ja, wir leben so halb im Paradies, und andererseits aber auch, es könnte morgen zu Ende sein. Wie finden wir uns da zurecht? Urs Vögeli, du bist in Kreisen, in denen das sehr kontrovers diskutiert wird. Ja, das ist so, weil die Zuwanderungsthematik, ich meine, das ist ein Megatrend, der da ist, und heute ist man eben mit der Personenfreizügigkeit oder auch mit Schengen, ist man in solchen Zwängen drinnen in der Schweiz, dass man eben nicht über die Einzelaspekte sprechen kann, über Sicherheitsfragen, über sozialpolitische Fragen. Spannend ist für mich, in Bezug auf das Rahmenabkommen, sind ja genau die Punkte, die mit der Personenfreizügigkeit zu tun haben, sind jetzt nebst den demokratischen Themen, dem großen Thema, die inhaltlichen Fragen haben, alle mit der Personenfreizügigkeit zu tun. Also Lohnschutz, die Opposition der Gewerkschaften, der hat mit der Personenfreizügigkeit zu tun. Die Frage Unionsbürgerrecht hat mit der Personenfreizügigkeit zu tun. Sozialhilfekosten oder Übernahmen, die angedacht sind oder die möglich wären, auch mit Grenzgängerproblematik bis in die ALV, das hat alles mit der Personenfreizügigkeit zu tun. Und da ist jetzt die Opposition da, dass man das unbedingt ja nicht mehr will. Also da kann mir niemand sagen, dass mit dem jetzigen System auch ohne Rahmenabkommen schon alles in Ordnung ist. Mhm. Ja, bitte. Ich denke, das ist absolut richtig, was Sie, Herr Vögeli, gesagt haben. Diese Themen, die hängen eng mit der Personenfreizügigkeit zusammen, und die Frage ist auch hier, sind wir dann am Schluss eher besser dran mit oder ohne Rahmenabkommen? Und das müsste man noch diskutieren. Ich meine, es ist interessant für mich als Ökonom, es ist parteienpolitisch ist es so, dass sowohl links wie auch rechts letztlich versuchen, gewisse negative Effekte, also die Personenfreizügigkeit hat auch positive Effekte, gut qualifizierte Arbeitskräfte, die werden nicht durch die flankierenden Maßnahmen irgendwie beeinträchtigt. Aber auch die linke Seite versucht praktisch ganz konkret das Anbieten von Dienstleistungen aufgrund von tiefen Löhnen über den Preis, über minimale Preise oder minimale Löhne zu steigern. Die rechte Seite möchte lieber eine mengenmäßige Beschränkung. Als Ökonom sind das die zwei Instrumente, die sie haben, um das Ganze etwas zu beschränken. Also so weit liegen die beiden überhaupt nicht voneinander entfernt, und deshalb ist es auch nicht überraschend, dass hier zum Teil ähnlich votiert wird. Jetzt, ich bin auch der Meinung, die Personenfreizügigkeit, das wird eine große Herausforderung werden, ist vor allem die Ohnmacht. Man kann aufgrund dieses Abkommens, wenn unerwartet die Immigration zunimmt zwischen den Mitgliedern der EU und der Schweiz, kann man eigentlich nichts machen. Man kann eigentlich nicht beschränken. Und ich glaube, das ist das, was die Leute auch bewegt. Und somit werden wir sicher über dieses Thema weiter sprechen, und wir müssen eine Lösung finden, wie wir eben unter diesem Aspekt eine gewisse Beschränkung langfristig wahrscheinlich zulassen müssen. Dankeschön. Also ich meine, was natürlich weiterhin als Tatsache auf dem Tisch liegt, in der Botschaft und im Abstimmungsbüchlein
zur Personenfreizügigkeit wurde vorausgesagt, es gäbe aus der EU eine Einwanderung von etwa 8.000, sicher nie mehr als 10.000 im Jahr. Es war ein Kollege von Ihnen, das war Herr Straumann, der das formuliert, das hat er auch selber gesagt. Und der hat sich auch gesagt, er habe sich massiv getäuscht, der Bundesrat, Herr Straubhaar, ja. Der Bundesrat hat das dann übernommen. Wir werden jetzt mit Meldungen konfrontiert, ja, es habe sich gelöst, es sei viel besser als früher. Es stimmt, es ist etwas besser, aber es sind 40.000, das sind immer noch fünfmal mehr, als der Bundesrat es damals vorausgesagt. Und ich meine, die Leute haben das natürlich geglaubt, als sie abgestimmt haben und stehen jetzt vor ganz anderen Verhältnissen. Pedro Reiser, Sie haben sich noch zum Wort gemeldet. Ja, ich wollte nur sagen, für mich ist eigentlich bei all diesen Fragen, die wir heute diskutiert haben, und bei unserem Verhältnis zur EU, ist die wichtigste Frage für mich, ist, sind wir demokratisch oder nicht? Was heißt Demokratie? Das wurde nämlich da wollen die alle demokratisch sein, aber was heißt Demokratie? Demos heißt Volk und Kratie heißt Regierung. Herrschaft. Herrschaft durch das Volk. Für mich scheint das Wichtigste zu sein. Solange wir in der Schweiz demokratisch sein wollen, muss das Volk das letzte Wort haben. Sonst ist es nicht die Herrschaft des Volkes, sondern sonst ist es die Herrschaft der Politiker oder der Parteizentralen, wie das ja gut dargestellt hat. Also für mich ist das die Hauptfrage. Wollen wir eine Demokratie bleiben, ja oder nein? Falls ja, dann entscheidet das Volk. Und wenn das Volk entscheidet, wie zum Beispiel bei der Masseneinwanderungsinitiative, das wollen wir, dann muss das durchgesetzt werden. Sonst sind wir keine Demokratie mehr. Wir nähern uns langsam dem Abschluss. Deshalb möchte ich jetzt noch die Frage stellen. Ich meine, wir sind hier, sagen wir jetzt mal zurückhaltend, mehrheitlich kritisch gestimmt gegenüber dem Rahmenvertrag ohnehin und gegenüber den Zentralismusbestrebungen in der EU im Besonderen. Was gäbe es denn für Alternativen? Ich meine, Sie, Herr Professor Weder, haben darauf hingewiesen, dass wirtschaftlich wächst zusammen, es wird viel mehr grenzüberschreitend wirtschaftliche Aktivität entfaltet. Das muss zu gewissen Regelungen führen. Was gäbe es denn für Möglichkeiten, die eben besser wären als das zentralisierte System, wie es die EU umsetzen will? Also ich finde es wichtig, dass man eben, wie wir das heute schon gesehen haben, dass wir sehen, die EU ist eine Möglichkeit, eine institutionelle Möglichkeit innerhalb von Europa zusammenzuarbeiten. Und meines Erachtens wäre es gut, wir hätten etwas mehr Wettbewerb. Das heißt, oder wir können natürlich diskutieren, wie müsste sich die EU reformieren, und Sie haben es erwähnt, Föderalismus, Herr Kappeler hat darüber gesprochen, man könnte durchaus ein Referendumsrecht dort einbauen, was sehr positiv wäre meines Erachtens. Aber die EU ist relativ reformresistent und deshalb würde ich argumentieren, es wäre gut, und ein Votant hat das eigentlich schön gesagt, es gibt zum Beispiel die Europäische Free Trade Association, die hat nicht mehr allzu viele Mitglieder, aber sie hat zahlreiche Freihandelsabkommen abgeschlossen mit ganz verschiedenen Ländern, Kanada, Japan, und die Schweiz war da relativ treibend. Es sind 30 Freihandelsabkommen, die zwischen entweder der Schweiz oder EFTA als Ganzes in verschiedenen Ländern bestehen. Und meistens, in den meisten Fällen, ist EFTA, letztlich ist das Abkommen zwischen der EFTA und diesen Ländern. Jetzt, wenn wir überlegen, würde ich sagen, der,
die, wie Sie gesagt haben, die wirtschaftliche Integration bezüglich Güter- und Dienstleistungshandel, die ist gar nicht so umstritten, wenn es auf der Basis von gegenseitiger Anerkennung ist. Wenn man also nicht alles harmonisieren muss, eben Bananen oder sonst irgendetwas, sondern man anerkennt die gegenseitigen Regulierungen. Das heißt, ich hätte es gerne, wenn die Schweiz im Rahmen der EFTA praktisch eine neue Institution, wir haben auch darüber mal geschrieben, haben das Integratio Helvetica genannt, oder? Auf Lateinisch, aber um das etwas mit der Schweiz zu betonen. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man sich jetzt eine neue EFTA, eine EFTA 2.0 vorstellen würde, die Güterhandel, dienstleistungshandelsmäßig mehr integriert, bezüglich dem Faktor Arbeit vielleicht gewisse Regeln etabliert, aber nicht vollständige personenfreizügig macht, sondern vielleicht auch sagt, wir etablieren gewisse Regeln, wie dieser Personenaustausch beschränkt werden kann. Und die politische Integration, die würde man auf ein absolutes Minimum reduzieren. Eine gemeinsame Währung käme sicher nicht in Frage. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, und ich habe eigentlich gehofft, dass das passiert jetzt auch mit England, dass man hier einen zweiten Club aufbauen könnte, wo dann auch Mitglieder der EU sich plötzlich entscheiden könnten zu wechseln. Und dann haben wir Wettbewerb, Systemwettbewerb, und dann wird man am Schluss sehen, was letztlich die Bedürfnisse der Bewohner und Bewohnerinnen am besten erfüllt. Dankeschön. Ich gebe gerade weiter an Sie, Herr Reiser. Sie haben genickt. Das ist ich finde diesen Vorschlag fantastisch. Also da bin ich voll einverstanden. Nur glaube ich, dass das eben nicht funktionieren will, weil die EU ist eben zu einem Machtapparat geworden. Die wollen ja jetzt, wenn sie lesen, was Macron sagt, was die Merkel sagt und so weiter, die wollen jetzt einen Anti-Block gegen China und USA schaffen. Und das sind Machtblöcke. Und da passt das eben nicht, weil was wir da wollen, sind eben nicht Machtblöcke, ist das Gegenteil. Aber wenn das möglich wäre, fantastisch. Urs Vögeli, ich meine, die Idee ist das eine. Wie kommt man zu diesem Ziel, ist das andere. Also da müsste ja wahrscheinlich direkte Demokratie eine Rolle spielen. Wie in dem Feld, da du dich bewegst, darfst du jetzt den Widerstand oder das Nein gegen den Rahmenvertrag organisierst. Was sagst du zu solchen Initiativen? Ja, dass Alternativen formuliert werden, ist sicher hilfreich. Aber wir sind ja mit dem konfrontiert, was jetzt auf dem Tisch steht. Mhm. Weil Alternativen gäbe es noch ganz viele. Ich meine, was ich persönlich immer sage, ja, lass uns mehr auf die Welt schauen. Also ich meine, die Musik in Sachen Wirtschaft, Innovation, Forschung, Fortschritt, die spielt leider nicht mehr so stark in Europa. Das ist ja der Grund, warum die EU, oder ist mit ein Grund, die EU eben auch sich als Block zwischen China und USA aufstellen will, weil sie merken, oh, wir sind eigentlich ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Ich würde sagen, ja, wie? Also nach dem EWR, nein, ich meine, da hat man auch den Untergang der Schweiz prophezeit. Was ist passiert? Man ist zum Pragmatismus gekommen, man hat dann weitere bilaterale Verträge mit der EU unterzeichnet, man hat gemerkt, dass die Unternehmen auch wieder mehr auf die Welt schauen als nur auf Europa, weil eine Integration mit der EU bedeutet auch immer eine Abschottung gegenüber der Welt, das muss man sich auch bewusst sein. Und eben, die Musik spielt nicht da. Und somit sehe ich die Alternative darin, dass man sagt, der Status quo, der ist gut, wir können über die Personenfreizügigkeit, das ist ein Stein des Anstoßes, aber da wird es die Diskussion geben, ja nächstes Jahr. Und wenn es ums Rahmenabkommen geht, wie gesagt, der Status quo ist ja gut, wir haben ja freundschaftliche Beziehungen mit Europa, mit den Ländern, auch mit der EU. Was man nicht vergessen darf, viele europäische Organisationen gehören nicht zur EU. Also nur schon Eurovision. oder die
Champions League, das ist Europa, das ist nicht EU. Oder ESA, Weltraumagentur, die europäische, die gehört nicht zur EU. Das heißt, da sind wir ja bestens überall dabei, können mitarbeiten, haben unsere wertvollen Impulse aus unserer Forschung, die von sich aus sehr stark ist, aus unserer Wirtschaft, die von sich aus sehr stark ist, stark auf KMU auch organisiert, orientiert mit dem Gewerbe und trotzdem globale Unternehmen. Wir sind ja bestens aufgestellt und dann sehe ich schon die Diversifikation mit Freihandelsabkommen weltweit, mit Partnern, Ländern, die das möchten. Das ist sicher ein guter Weg, um zu sagen, ja, unser Spielfeld ist die Welt. Dankeschön, Herr Kappeler. Sie haben begonnen. Sie dürfen jetzt auch das Schlusswort übernehmen. Was sagen Sie zur Diskussion über Alternativen? Ja gut, ich bin sehr einverstanden mit der schönen Vision, die Herr Weder vorgetragen hat und hoffe, es komme so. Die EU ist in 2-3 Jahren gleich alt wie seinerzeit die Sowjetunion alt war als die Zarin, ohne einen Schuss Pulver. Das muss man sich, dann sage ich wirklich das in hohem Ernst, solche 60, 70 Jahre alte Organisationen oder Ländergruppen haben in der Geschichte nie unbeschadet einfach weitergemacht. Es ändern, das sind 2 bis 3 Generationen mit anderen Ideen, anderen Auffassungen, anderen Problemen. Ich sage nicht, dass die EU sich auflösen wird wie die Sowjetunion, wäre schön, aber sie wird das nicht auf diese Weise tun. Ich glaube auch nicht, dass Macron aber sich durchsetzen wird, denn diese Integrationsstufe 3, 4 und 5 werden die vielen Kleinstaaten, die jetzt drin sind, nicht mitmachen. Deutschland vielleicht sogar nicht unter einer neuen Leitung, die auch sich ankündigt. Ich glaube nicht an diese Vertiefung innerhalb der EU. Im Gegenteil, die Zentrifugalkräfte mit Brexit, mit Salvini und so weiter, der immer noch da ist, haben zugenommen. Ich schließe eigentlich mit einem Appell an die Überwinterungszeit, bis es soweit ist, an die Schweiz, an Economistis. Seid ihr eigentlich derart kleine Hosenscheißerle, dass ihr wegen irgendwelchen kleinen Schwierigkeiten gleich die Souveränität wegwerfen wollt? Das muss man diesen Damen und Herren einfach sagen. Seid ihr es der? Ja. Die Schweiz hätte im Laufe der letzten 200 Jahre mehrfach gut genug gehabt, die Souveränität wegzuwerfen, wegen ein paar Fünfer zu verdienen sind. Und das muss man ökonomisch sagen, ihr seid unfähige Unternehmensführer und Branchenführer, wenn ihr meint, das sei es wert. Das ist der ganz wichtige Punkt. Zweitens Punkt, habt ihr eigentlich noch nicht begriffen, was Boris Johnson jetzt auch ganz offiziell gesagt hat, wenn er mal draußen ist, wenn England mal draußen ist, dann gibt es regulatorischen Wettbewerb, wie Herr Weder gesagt hat, mit der EU. Das heißt, England wird dann weichere Regelungen, sinnvollere, weniger stupide Regulierungen auf verschiedenen Gebieten entwickeln und anbieten, den Welthandel, den Weltinvestoren, und das muss die Schweiz auch tun. Das ist unser Weg, ohne dass wir bescheißen oder sowas, sondern einfach weichere Regulierung, vernünftige Regulierung, Regulatory Arbitrage, sagt man dem auch, wenn er also regulatorischer Wettbewerb, das ist die Zukunft der Schweiz und Englands und vielleicht eben einer Gruppe, die sich um die EFTA herum bilden könnte. Punkt. Ja, bei dieser Gruppe oder bei dieser EFTA könnte ja England wieder sein. Ja. Das wäre ja, glaube ich, kann man auch sagen, eine Aufgabe. Und Salvini will sowieso aus allem austreten, aus Italien, aus der EU, aus dem Euro. Möglicherweise wird er einmal da. In welcher Reihenfolge weiß ich nicht, aber er wird eines davon sicher realisieren. Ja, meine, es ist eine Aufgabe der Schweiz. Und eine Aufgabe der Bürger ist, den schweizerischen Verantwortungsträgern klar zu machen, sorgt dafür, bringt euren Einfluss ein, dass der Weg für Großbritannien wieder Mitglied der EFTA zu werden, das war es ja schon einmal, bevor es da den Abstecher in die EU unternahm, nicht, dass man diesen Weg öffnet, das würde wahrscheinlich diese Wettbewerbsdiskussion beflügeln in Europa. Also ich
muss jetzt abschließend sagen, erstens einmal, Herr Kappeler, ich war zunächst, als ich den Titel Ihres Referates von Ihnen bekam, nicht gerade verwirrt, aber erstaunte mich, diesen Titel über das Panaschieren zu wählen, wenn wir über die EU diskutieren wollen. Aber Sie haben die Diskussion mit diesem Titel und Ihren Ausführungen außerordentlich befruchtet. Ich glaube, es geht niemand hier aus diesem Saal weg, ohne zu sagen, also ich habe einiges Neues mitbekommen, obwohl diese EU-Diskussion schon seit Jahren läuft. Ich möchte Ihnen, Herr Kappeler, und den anderen Herren des Podiums herzlich danken. Selbstverständlich müssen Sie nicht ganz mit leeren Händen nach Hause gehen. Und ich möchte auch dem Publikum für das Interesse danken. Es war außerordentlich still während der Diskussionen. Das heißt, dass Sie gespannt zugehört haben. Ich hoffe, es ist mit dieser Tagung gelungen, neue Ideen und neue Aspekte in die Diskussion zu bringen. Wir können die jetzt dann im persönlichen Gespräch nachher beim Apero und beim Stehlunch, es hat auch einige Sitzplätze, noch vertiefen. Bitte genießen Sie das und benutzen Sie die Gelegenheit für Kontakte. Dort hinten liegen zwei Kategorien Bücher. Einerseits antiquarische, also die wir bei uns ausgeschaubt haben, die sind sehr günstig zu haben, aber andererseits auch das neue Buch von Herrn Beat Kappeler, Titel Staatsgeheimnisse, was wir über unseren Staat wirklich wissen sollten. Er ist auch im Verlag Neue Zürcher Zeitung erschienen. Das ist ein neues Buch, kostet glaube ich 20 Franken, wenn ich richtig. Ja, und es ist schon relativ erschöpft. Eine Liste liegt auf, in die Sie sich eintragen können. Sie kriegen zum gleichen Preis von mir zugeschickt, signiert. Ah, wunderbar. Immerhin, das habe ich da abgezweigt. Das ist noch zu haben. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Wir haben auch noch, nur damit Sie auch sehen, dass die Schweizer Zeit nicht nur gerade im Raum Zürich Gewicht hat, eine von uns sehr geschätzte Gabe aus dem Puschlaf erhalten, die uns dafür sorgen, dass wir nicht unterernährt sind, da hier in der Mitte der Schweiz. Möchte mich dafür herzlich bedanken. Genießen Sie noch die Fortsetzung. Ich freue mich, mit Ihnen noch etwas zu plaudern. Wir haben bereits für das nächste Jahr zwei Termine fest. Ich glaube, 24. Juni ist die Frühjahrstagung in Zürich. Die ist dann im Glockenhof im Zentrum von Zürich. Und das Datum für den Tagesausflug musst du. Am 10. Juli machen wir wieder zum zweiten Mal einen Schweizer geschichtlichen Tagesausflug. Nicht, weil man in der Schule Schweizer Geschichte nicht mehr vermittelt, müssen wir etwas bieten. Die wird uns nächstes Jahr wiederum mit Herrn Stüssi Lauterburg als Begleitung an die entscheidenden Orte des Untergangs der alten Eidgenossenschaft bringen. Ich kann Ihnen sagen, ich habe mir sein Programm gegeben, das ist also ein Erlebnis, das kann ich Ihnen versprechen, wenn Sie da mitkommen. Ein Tagesausflug beginnend und endend in Zürich. Damit sind wir am Ende der Schweizer Zeittagung. Ich darf mich noch bei den Referenten mit etwas aus dem Zürcher Weinland bedanken für die Teilnahme und danke Ihnen für die Teilnahme und genießen Sie noch den Aufenthalt im Nebenraum für das Mittagessen. Frau Dönig-Bitschak, wir den überreichen. Sie hat ja alles organisiert. Sie verdient auch einen besonderen Dank dafür. Und was sie darbietet, das ist ein sogenannter Wieland-Hütz
Also alles Spezialitäten aus der Region, in der die Schweizer Zeit zu Hause ist.